Also normalerweise sagt ja ein Moderator zuerst, dass er sich wahnsinnig glücklich fühlt, einen Gast begrüßen zu dürfen. Und das bin ich natürlich auch heute und werde ich auch sagen, aber es ist viel mehr als das. Es ist nicht nur so, dass ich glücklich bin, Caroline Emke hier zu haben, sondern sie ist eigentlich schuld daran, dass es Reportagen gibt, nur weiß sie es noch nicht. Ganz kurz, bevor ich sie Ihnen vorstelle, ich war selber Reporter, nachdem ich mich in diese Gattung verliebt habe, als Leser zuerst, später als Journalist. Und irgendwann auf meinem Weg vom freien Reporter landete ich bei der NZZ in diesen Redaktionsstuben in einer Festanstellung, was eigentlich begrüßenswert ist, aber als Redaktor in einer Zeitung macht man keine Reportagen mehr, man verfasst Berichte, die dann eine halbe Zeitungsseite umfassen und man träumt von der großen weiten Welt und sitzt nur im Büro und schreibt irgendwie die Financial Times ab. Das war mein Leben und dann, ja, es ist vielleicht ein bisschen unangenehm, der Ton geht so besser, ja. Und dann lese ich also im Zeitdossier eine Reportage von Caroline Emke aus dem Gazastreifen. Ich muss dann auch schauen, wie die beiden Männer heißen, die in dieser Reportage leider umgekommen sind. Es ist der Tod von Ibrahim und Kassat, eine palästinensische Familie, die ganz in der Nähe zu Israel wohnt. Und Caroline Emke fragt im Eingang zu dieser Reportage, wie kann man die Gewalt beschreiben, wie kann man über die Gewalt schreiben, wie kann man das dem Leser zugänglich machen. Man kann es nur, indem man das Leben, das Schicksal von ganz konkreten Menschen, die betroffen sind, schildert. Und sie schreibt in ihrer Reportage minutiös genau, wie diese traurige Geschichte ausgeht, wie diese beiden jungen Männer sterben. Ich habe das gelesen und habe gewusst, das sind genau die Texte, die ich lesen will. Das sind die Texte, die ich machen will, auch wenn ich sie nie so gemacht habe. Aber es sind vor allem die Texte, die ich auch allen anderen Menschen zugänglich machen möchte. Und deswegen kam es dann irgendwann zu der Gründung dieses Magazins Reportagen. Also Caroline, herzlichen Dank. Dank dir gibt es uns. Also, aber jetzt zu unserem Gast heute Abend, Caroline Emke. Sie ist promovierte Philosophin, sie hat auch Politikwissenschaft studiert und sie ist Kriegsreporterin. Wie das zusammengeht, wird sie uns dann gleich selber sagen. Sie ist eine der renommiertesten Journalistinnen Deutschlands, arbeitete sehr lange für den Spiegel, seit einigen Jahren jetzt für das Zeitmagazin. Sie ist nicht nur Journalistin, sie ist auch Publizistin, eine erfolgreiche Publizistin. Sie hat vor rund 10 Jahren dieses Buch hier geschrieben, Von den Kriegen, Briefe an Freunden, ein sehr persönliches Buch. Ihre wirklichen Briefe an ihre Freunde hat sie aus verschiedensten Kriegsregionen der Welt in diesem Buch zusammengefasst. Eine der neuen Publikationen ist diese hier, Caroline Emke, Wie wir begehren, hat nicht so viel mit Journalismus zu tun, aber ist ein brillanter Essay über ein ganz anderes Thema. Und das hat dazu geführt, dass sie mittlerweile nicht nur den Deutschen Reporterpreis gewonnen hat, sondern auch den Theodor-Wolff-Preis, den Ulrich-Wickert-Preis. Nächstes Jahr wird ihr der Johann-Heinrich-Merck-Preis überreicht und gerade vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass du mit dem Lessing-Preis 2015 ausgezeichnet wurdest. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Also Caroline, wir fangen einfach ganz, steigen gerade in medias res. Wir wollen ja von dir wissen, wie das so ist im Krieg und wie wird man Kriegsreporterin? Wieso diese Entscheidung? Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich in einem schönen Ort sein kann. Piept es oder geht es? Okay. Und ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ehrlich gesagt, das war jetzt nicht abgesprochen. Ich wusste das gar nicht, dass diese Geschichte offensichtlich solche Wirkung erzielt hat. Ich würde ganz gerne später vielleicht nochmal darüber reden können, denn die ist in der Tat mir selber auch sehr besonders gewesen. Dann haben wir da noch Gelegenheit dazu. Also um die Frage zu beantworten, ich glaube, man entscheidet sich das nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man beschließen kann, Kriegsreporter zu werden. Ich hätte mich jetzt selber auch so nie genannt. In meinem Fall ist es einfach entstanden. Ich war schon Journalistin. Auch das war mehr Zufall als Planung oder Entscheidung. Und habe als Journalistin 1999 in der Redaktion vom Spiegel gearbeitet, als vielleicht erinnern, dass ein paar von Ihnen hier der Kosovo-Krieg ausbrach und man sah damals im Fernsehen, also ich habe genauso Fernsehen geschaut wie alle anderen Leute auch,
Ich war eigentlich zuständig für Einwanderungspolitik, also innenpolitische Themen. Ich hatte mit Ausland gar nichts zu tun. Und es gab eben Bilder, wie man sie jetzt heute aus anderen Regionen sieht, sah man eben damals aus dem Kosovo. Und man sah zigtausende von Menschen, Frauen und Kinder, die aus dem Kosovo südwärts flohen, weil sie vertrieben wurden. Und ich habe einfach nur diese Bilder gesehen. Und es war, glaube ich, wirklich in dem Fall, also wirklich die Wirkungsmacht dieser Bilder, und dass ich das Gefühl hatte, da muss man hin, es geht so nicht. Es war der erste, in meiner Lebzeit, erste Krieg in Europa. Ich weiß nicht, manche von Ihnen, zumindest sehen Sie so aus, als ob Sie aus Familien hätten, die aus Gegenden kämen, wo Sie vertrauter sind mit Gewalt. Vielleicht sind manche von Ihnen hier aus Familien auch, die nicht ganz freiwillig nach Deutschland gekommen sind. Dann kennen Sie solche Geschichten, vielleicht kennen Sie solche Fluchterfahrungen. Ich hatte das in meiner Familie nicht. Und bin deswegen, glaube ich, auch besonders in der Pflicht gewesen, mich da freiwillig zu melden. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass das im Journalismus so ein wahnsinnig begehrter Job wäre. Also es ist nicht so, dass da jetzt die ganze Redaktion sagt, sie wollen da gerne hin, sondern da waren nicht so viele. Niemand aus dem Auslandsressort reiste dahin. Das haben sich dann vier aus dem Inlandsressort gemeldet, unter anderem eben ich. Ich glaube, ich war komplett unvorbereitet auf das, was man dann da sieht und erlebt. Und habe aber schon nach dieser ersten Reise das erste Mal in Flüchtlingslagern sitzen mit Menschen, die nichts mehr haben und die vertrieben worden sind, gewusst, dass ich nichts anderes machen möchte als das. Und wie bist du, diese erste Erfahrung, die wahrscheinlich auch sehr prägend war, wie bist du dann mit der umgegangen? Hat es dich dazu geführt, dass du zurück in Berlin dir gesagt hast, du willst nur noch das, aber gleichzeitig, wie hast du diese starken Erfahrungen verarbeitet? Ich glaube, man verarbeitet das nicht. Ich würde sagen, keine einzige Reise, die ich je in so eine Gegend gemacht habe, verarbeite ich. Und ich glaube auch, dass man, also gerade bei Gegenden, in denen man schon mal war, in denen dann wieder Krieg ausbricht, habe ich eigentlich das Gefühl, dass, also beispielsweise Gazastreifen, das hast du jetzt schon erwähnt, da bin ich sehr, sehr viel. Ich bin seit 2004 jedes Jahr dort gewesen und habe also die jeweiligen kriegerischen Auseinandersetzungen jeweils dann mitbekommen. Und ich würde eigentlich sagen, ich empfinde jeden weiteren Krieg schlimmer als, also nicht nur schlimmer als den vorherigen, sondern ich habe das Gefühl, mit jedem neuen Krieg brechen die alten Bilder wieder auf. Und insofern glaube ich, es wäre einfach unehrlich, wenn ich jetzt hier sitzen würde und man tut so, als würde man da irgendwie erfahrener drin werden im Umgang mit diesen Bildern. Man wird dann, also ich würde für mich sagen, ich werde da nicht erfahrener drin. Und ich habe aber ein großes Glück und ich glaube auch ein Lebensglück sozusagen. Ich habe einen Fotografen, der mich auf fast allen Reisen seit 14 Jahren begleitet, seit 15 Jahren begleitet, Sebastian Bolesch. Und das heißt, ich bin nicht allein und ich komme auch nicht allein zurück. Ich glaube, es wäre ein riesiger Unterschied, wenn man in diese Gegenden führt und dann kommt man allein zurück und dann trifft man Leute, ja, die währenddessen halt die ganze Zeit in Berlin, keine Ahnung, ich will nicht gerade sagen Party gefeiert haben, aber dieselbe Beziehungskrise haben, die sie vor 5 Jahren schon hatten, haben die immer noch, die über dieselben Probleme sich aufregen. Also natürlich ist man erstmal, wenn man zurückkommt, ja, so ein bisschen außen vor. Und ich würde auch sagen, also keiner fragt so richtig, wie es war. Und man erzählt es auch nicht richtig, also, weil es würde einfach jedes nette Beisammensein eben sprengen. Ja, also, also man kann nicht bei einer gemütlichen Abendessensunterhaltung erzählen, wie es im Krankenhaus im Irak aussieht. Und ja, also es ist jetzt keine befriedigende Antwort, aber es ist die Wahrheit. Also ich würde sagen, also man verarbeitet es nicht richtig und man hadert mit diesen Übergängen, also mit dem Zurück
ankommen und sich wieder einfügen in so eine andere Welt hier. Das nicht verarbeiten können, bewahrt dich auch vor einer gewissen Routine, wenn du sagst, jeder neue Krisengebiet-Besuch holt die alten Bilder wieder hervor und ist noch schlimmer. Abgestumpftheit wäre das Falsche für einen Reporter. Auf der anderen Seite, wie trägst du das? Leidest du unter dem, was du siehst, unter diesen menschlichen Schicksalen? Ja, also ich habe auch noch nie jemanden erlebt, wirklich noch nie jemanden erlebt, der das macht, der dann nicht leidet. Also es gibt ja immer diese wunderbaren Kinofilme, wo man dann so Kriegsreporter sieht und das sind meistens Männer und die sind meistens geschieden und irgendwie trinken Whisky an der Bar. Also ich habe noch nie Whisky an keiner einzigen Bar in irgendeiner dieser Gegenden. Und die sind meistens auch wahnsinnig zynisch, ja, haben so einen leichten Touch ins Impotente. Und also ich habe noch nie so jemanden getroffen. Ja. Was es schon gibt, und ich kann mir auch vorstellen, dass das von außen zynisch aussieht. Also es gibt schon Situationen, wo man, jetzt nehmen wir mal das Kosovo als erstes Beispiel, also man reiste in eine Gegend, in die vorher verschlossen war, die man nicht hinein durfte. Sehr viele Journalistinnen und Journalisten waren während des Krieges selbst in Albanien oder in Mazedonien. Und man durfte ab einem bestimmten Moment dann erst hinein in eine Gegend, in der man wusste, dass Kriegsverbrechen begangen worden waren. Und das heißt, wir kamen in eine Gegend, die wir aus den Erzählungen der Flüchtlinge sozusagen kannten. Und die Flüchtlinge hatten uns gesagt, da hat meine Familie gewohnt, da sind alle Männer zusammengetrieben worden und erschossen worden. Wir hatten so verschiedene Orte genannt bekommen und sind dementsprechend, weil das meiner Ansicht nach unsere Aufgabe war, eben schon von einem Ort zum anderen gefahren, auf der Suche nach Massakerorten. Nun könnte man sagen, ja, was habt ihr gemacht? Ihr habt den ganzen Tag lang Massakerorte. Also es könnte auch sein, dass das zynisch wirkt, was man dann tut. Aber das, was man tut, ist eben zu dokumentieren, was sonst verdrängt oder vergessen wird, wie das die Täter gerne hätten. Und natürlich gibt es auch Abende, an denen man so wahnsinnig erschöpft ist von dem, was man also erstens physisch den ganzen Tag macht, aber eben auch psychisch aushalten muss, dass man einfach sagt, können wir bitte heute Abend über irgendwas, können wir über Fußball reden? Können wir, also ich erinnere mich, ein Kollege hat in Albanien 1999, ich erinnere nicht mehr, es muss irgendein Champions League-Finale gegeben haben, das den interessiert hat. Und es gab aber für das ganze Dorf sozusagen nur eine Satellitenstation, die irgendwie geschaltet wurde, dann konnten alle was sehen. Und er hatte mit dem Bürgermeister überredet, dass man das ganze Dorf Fußball gucken musste. Ja. Also es gibt natürlich so Sachen, wo man dann denkt, ist ja komplett absurd, was einem dann einfällt, aber ich glaube, es ist eben unter diesen Umständen, in diesem Kontext, keineswegs zynisch. Ich fände es eher zynisch, wenn man nicht irgendwann mal einen Moment bräuchte, an dem man über irgendwas anderes nachdenkt oder was anderes sieht als eben Leid und Verzweiflung. Wie steht es, wahrscheinlich eine Standardfrage, die du oft hörst, aber wie steht es mit dem Thema Angst? Bist du jemand, der ins Gefecht zieht, der nah dran hingeht, oder eher jemand, der an den Rändern des Krieges, die Folgen des Krieges recherchiert, Schicksale sucht und der vermeidest, jetzt wirklich mittendrin zu sein? Also ich glaube, man wünscht sich, jemand zu sein, der auf die Frage antwortet, nee, ich bin immer nur ganz weit weg und interessiere mich nur. Also das stimmt nicht. Also vorneweg gesagt, mich interessiert nicht militärische Auseinandersetzungen, mich interessieren auch nicht Armeen und ich bin auch nie mit der Bundeswehr beispielsweise embedded irgendwo unterwegs gewesen. In dem Sinne ist Kriegsreporterin sozusagen auch der falsche Begriff, weil mich das rein militärische Moment gar nicht interessiert. In der Tat beschäftige ich mich normalerweise prima mit Zivilisten. Aber ich glaube, ich bin sozusagen auch gesteuert
durch das, wovor ich Angst habe oder wovor ich nicht Angst habe. Und mir machen ganz bestimmte Dinge Angst, da gehe ich dann auch nicht hin. Also mir macht Mob Angst, also Menschenmassen, die sozusagen plötzlich, also wie so ein Organismus entstehen. Also bei Canetti gibt es das ganz viel als Beschreibung, so wie Herden entstehen und wo plötzlich Zorn entsteht. Dann gehe ich sofort weg, bin ich auch überhaupt nicht geeignet als Journalistin für. Ich würde auch niemals über Hooligans beispielsweise berichten, weil mir das wirklich infernalisch Angst macht. Bei in dem Sinne militärischen Auseinandersetzungen habe ich jetzt absurderweise nicht so richtig viel Angst. Das ist nicht keineswegs Mut. Also Mut, würde ich sagen, ist, wenn man die eigene Angst überwindet, das bin ich überhaupt, also ich bin gar nicht mutig, wenn ich Angst habe, gehe ich auch. Ja. Aber solche Sachen machen mir nicht so viel Angst und insofern hat es schon eine ganze Reihe von Situationen gegeben, die jetzt nicht absichtsvoll erzeugt waren, aber wo man eben in Gefechte geraten ist, wo man hoffte, dass keine sein würden. Du hast vorher selber erwähnt, dass du noch nie Embedded Journalist warst, weder in Afghanistan noch sonst wo, aber du hast sicher Kollegen angetroffen, die das waren. Ist diese Art von Journalismus überhaupt für unsere Medienkonsumseite jetzt hier im sicheren Westeuropa, wie muss man die einordnen? Also ich lese natürlich die Texte und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es eine Zahl lass jetzt mal riskant sagen, also ich würde sagen, 90% davon finde ich richtigen Dreck. Und ich würde genau solchen Dreck schreiben, wenn ich embedded wäre. Also das hat überhaupt nichts mit den Kollegen zu tun, die das machen, sondern ich glaube, dass embedded journalism ist wirklich die intelligenteste Form von Zensur. Also ich finde das nachgerade brillant, dass sich sozusagen das Militär ausgedacht hat, wir laden die ein, wir nehmen die mit, die dürfen mit uns reisen. Und ich glaube, das ist psychisch praktisch nicht machbar, dass du eine kritische Distanz behältst in dem Moment, in dem du embedded bist. Also ich weiß, natürlich ist es, muss man ein bisschen noch unterscheiden, was es an Filmaufnahmen oder Fotos gibt. Also in dem Moment, in dem es Videoarbeiten sind, kann man natürlich einfach auch dokumentieren durch die laufende Kamera, was dort geschieht. Aber bei schreibenden Kollegen, glaube ich, besteht die große Gefahr darin, dass man natürlich in dem Moment, in dem das eigene Leben existenziell von dem abhängt, der daneben einem steht, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie man die kritisieren will. Und mir ist das einmal passiert, ich bin einmal in der Gegend, die jetzt im Moment diese Tage überall in den Nachrichten ist, im Nordirak, in den Kurdengebieten, 2003 während des Krieges gewesen und bin in eine, also wir haben uns selbstständig bewegt, wir waren nicht embedded, aber wir sind in eine Gegend gegangen, von der es hieß, die irakische Armee von Saddam Hussein habe sich bereits zurückgezogen und die kurdischen Truppen rückten so nach und nach nach. Und in dem Moment, in dem wir uns da sozusagen frei bewegten, entstand plötzlich eben ein Gefecht und es war die irakische Armee, war noch da, also es war wie ein Hinterhalt, man dachte, es sei niemand mehr da, es waren aber eben noch Truppen da. Und ich lag dann neben einem dieser sogenannten Peschmerga, also kurdische Kämpfer, und ich merkte sozusagen, also bei den Schusswechseln, die da sozusagen sich hin und her gingen, dass ich mir wünschte, dass der da neben mir liegt, bitte, dass der einfach trifft. Ja. Also du willst natürlich einfach, also naheliegenderweise, ja, du möchtest jetzt nicht, dass die anderen gewinnen, ja, aber sozusagen überhaupt in eine Situation zu geraten, in der man sich inständig wünscht, der neben einem liegt, möge einen anderen töten, halte ich für eine extrem schlechte Voraussetzung für kritischen Journalismus. Und insofern sage ich, ich würde niemals schlecht über die Kollegen oder Kolleginnen reden, die das gemacht haben, ja, oder also es wirklich, es gibt sehr, sehr großartige Ausnahmen darunter. Fallujah ist ein Beispiel, wo wir Berichte dann bekommen haben, auch von den Verbrechen, die die amerikanische Armee begangen hat, die so nicht sichtbar geworden wären, wenn es nicht Embedded Journalism gegeben hätte. Also es ist ambivalent. Ja. Aber ich halte es im Großteil der Fälle wirklich für eine extrem clevere Form von Zensur. Kann man als
Kriegsreporterin oder Reporterin aus diesen Gegenden, wo Krieg herrscht, über beide Seiten so nahe berichten oder muss man sich auf eine Seite schlagen? Nein, das ist natürlich eine total berechtigte, gute Frage. Also rein topografisch oder jetzt also rein örtlich erstmal bist du auf einer Seite. Ja, also, du beobachtest, hängt jetzt ein bisschen natürlich auch von der Sorte von Krieg ab, also wie asymmetrisch ist der, was ist das, ein Bürgerkrieg, also da gibt es gar keinen klaren Frontverlauf mehr. Ich bin mal in Kolumbien während des Bürgerkriegs in einer sehr, sehr engen Gasse in ein Gefecht geraten zwischen Armee und, ob das Guerilla war oder Kriminelle, war so nicht wirklich richtig zu unterscheiden, also für uns zumindest nicht in der Situation. Da spielte das jetzt ehrlich gesagt gar keine Rolle mehr, also von wem man potenziell erschossen wird. Es interessierte auch offensichtlich beide Seiten nicht, sondern beide ballerten einfach in ein Viertel hinein und jeder, der da auf der Straße gerade herumlief, konnte potenziell Opfer werden. Also insofern, es gibt Situationen, wo man selber auch sowieso schon gar keine distanzierte Beobachterperspektive mehr hat, wo es auch völlig irrelevant ist, ob man Journalist ist oder nicht, sondern man genauso hineingerät wie alle anderen unbeteiligten Zivilisten auch. Aber natürlich ist es so, dass man also einerseits Nähen aufbaut an dem Ort, an dem man sich aufhält, also und glaube ich einfach vertrauter ist mit den Geschichten von einer Seite. Es gibt natürlich Regionen oder viele Regionen, bei denen das besonders kompliziert ist. Israel ist so eine. Also der Spiegel hat es zu meiner Zeit damals zum Beispiel versucht so zu lösen, dass wir über die Grenze oder über die Mauer mit zwei Kolleginnen berichtet haben und eine Kollegin ist auf der israelischen Seite entlang der Mauer gefahren und ich bin auf der palästinensischen Seite gefahren. Also dass man zwei Berichte und zwei Perspektiven hat. Also insofern, ich glaube, man kann mit dieser Frage umgehen. Ich grundsätzlich habe das Gefühl, ich will mich überhaupt gar nicht für irgendeine Seite entscheiden müssen. Ich entscheide mich für Menschenrechte. Und es ist mir jetzt auch in meiner Erfahrung, ehrlich gesagt, auch gar nicht schwer gefallen, sowohl eine Partei als auch die andere Partei gleichzeitig oder direkt nacheinander für Menschenrechtsverletzungen zu kritisieren. Also so stark wird die Nähe dann auch nicht. Ich kann als Beispiel auch da sagen, im Kosovo-Krieg habe ich, keine Ahnung, anderthalb Monate lang zunächst mal über die kosovo-albanischen Flüchtlinge berichtet. In dem Moment, in dem der Krieg zu Ende war und die Flüchtlinge zurückkehren konnten in ihr Land, haben sie sofort angefangen, nicht alle, aber zu viele, sich an Roma zu rächen. Zu rächen ist jetzt auch das falsche Wort, also die hatten gar nichts angestellt. Und serbische Familien zu vertreiben. Und es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, eben dann über sozusagen die serbischen Opfer zu schreiben oder über die Roma. Also in dem Sinne glaube ich, ich muss mich nicht für eine Partei entscheiden. Das ist gut zu hören, weil oft wird die Berichterstattung in den Medien sehr einseitig wahrgenommen, sei es nun der Ukraine-Russland-Konflikt, sei es die Achse des Bösen damals in den Nullerjahren, die von Bush so definiert wurde. Und die Meinungen sind schnell gemacht, dass man eben dann vor Ort sieht, nein, beide haben verletzten Menschenrechte, beide Seiten. Ja, also ich glaube, also dafür werde ich bezahlt. Also ich werde, also sozusagen, das ist glaube ich der Job. Ich werde dafür bezahlt, dahin zu gehen und unabhängig davon, was meine Regierung oder die Zeitung, für die ich arbeite, schreibt oder sagt, mir einen Eindruck zu machen und das sozusagen so präzis und so genau und hoffentlich so unabhängig wie möglich zu beschreiben. Dafür wirst du bezahlt, hast du gesagt. Es gibt nicht viele, die für das bezahlt werden. Die großen Häuser, die sich das leisten können, sind immer weniger. Und es gibt deswegen immer mehr Freie, die versuchen, selber hinzugehen und zu berichten und dann ihr Material zu verkaufen. Einer von ihnen ist letzte Woche umgekommen. Wie heißt der? James Foley. Foley. Wie beurteilst du das? Ist das Harakiri, was die machen? Sind sie einfach zu wenig vorsichtig auf der Suche nach einer guten Story?
Nein, also ich glaube, das eine ist, in der Tat sehen wir im Moment in gerade jetzt Syrien, aber auch Libyen, bei dem Krieg haben wir es auch schon bemerkt, eine sehr hohe Anzahl an Freien, vor allem freien Fotografen, die mit sehr wenig finanzieller Unterstützung in diese Gegenden fahren. Ich weiß nicht, jeweils, ob die vorher dann Aufträge sich sichern oder dann erst versuchen, ihre Sachen zu verkaufen, also oftmals auch noch ohne einen konkreten Ansprechpartner. Das sind natürlich, finde ich, auch Schwachstellen, also mindestens in Deutschland, würde ich sagen, des öffentlich-rechtlichen Systems. Also einerseits würde man sagen, in der Tat müssen natürlich die Häuser überlegen, können sie die Verantwortung übernehmen für sehr riskante Einsätze von festangestellten Mitarbeitern? Aber wenn sie dann gleichzeitig davon profitieren, dass freie Kolleginnen und Kollegen dieses Risiko auf sich nehmen, finde ich, ist das irgendwie eine heikle Entscheidung. Und andererseits würde ich sagen, die dahin, also ich glaube, wir können nicht die Tatsache der Verletzungen oder jetzt in dem Fall Entführungen als ein Zeichen für den Harakiri dieser Person nehmen, sondern das ist eben Krieg. Ja? Und es lässt sich nicht kalkulieren, wo es sicher und wo es unsicher ist. Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, gerade in den Situationen oder Ländern, in denen ich gedacht habe, ich hätte alle Sicherheitsvorkehrungen eingezogen, ist irgendwas schiefgegangen. Und in anderen Situationen, wo ich nachträglich sagen würde, es war also wirklich fahrlässig oder unüberlegt oder einfach, ja, also ist einem dann was passiert. Bei dem Fall von James Foley muss man jetzt auch noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sie, also Sie Berichte gesehen haben, ist ein amerikanischer freier Journalist, der entführt worden war, 2 Jahre lang, vermutlich wohl in den Händen von verschiedenen Gruppierungen, auch das ist nicht ganz selten. Es ist Lösegeldforderung gestellt worden, über einen Vermittler an die Familie und letztlich natürlich an die amerikanische Regierung. Die amerikanische Regierung ist eine der wenigen Regierungen, die finanzielle Lösegeldforderungen strikt ablehnt, prinzipiell, so auch in diesem Fall. Er ist eben nicht nur getötet worden, sondern eben enthauptet worden. Und es ist gefilmt worden, das gehört zu der Strategie dieser Gruppierungen hinzu. Also es geht eben nicht nur ums Gewalt ausüben, sondern es geht vor allem ums Schrecken verbreiten. Das ist eine der großen, großen, also ich würde nicht gerade sagen, dass sie morden, also ich weiß, man kann gar nicht so ganz genau sagen, was eigentlich sozusagen Zweck und was Mittel ist. Und vielleicht ist das was, worüber man auch nachher diskutieren könnte. Es würde mich zum Beispiel interessieren, ob Sie die Bilder zum Beispiel geschaut haben oder ob Sie es nicht angeschaut haben, ob Sie richtig fanden, dass in Deutschland diese Bilder nicht gezeigt wurden. Außer, okay, das wusste ich jetzt nicht, außer bei Fokus. Also es ist, ich habe mir ein einziges Mal, aber es ist jetzt nicht anlässlich von James Foley, sondern schon eine ganze Weile her, für mich, aber weil das mein Beruf ist, also ich schreibe primär über Gewalt, hatte ich gefunden, ich muss es mir einmal anschauen, was eigentlich Enthauptung heißt. Und ich wollte auch einmal sehen, was diese Videos eigentlich sind. Und habe einen Kollegen, der Terrorismusexperte ist, gebeten, mir einfach mal mehrere solcher, also wahllos, ja, mehrere solcher Videos auf dem Stick zu geben und habe mir dann mal sozusagen die Mühe gemacht, mir diese Sachen auch tatsächlich anzuschauen. Ich würde das sozusagen keineswegs glauben, dass das andere Menschen tun sollten. Ich fand es jetzt nur für meinen eigenen Beruf wichtig, das zu wissen. Auch ein bisschen, ehrlich gesagt, also ich würde sagen, zumindest sprachlich präziser zu sein, das Heikle bei diesem Wort enthaupten ist nämlich, dass man denkt, es ging schnell. Und ich merkte, dass ich eine ganz andere Vorstellung hatte, was da eigentlich geschieht, bevor ich diese Filme, also für mich war es jetzt dann, also ich will nicht sagen, es war gut, das anzuschauen, aber also für mich war es wichtig, mir das einmal anzutun. Ich würde es aber eben wirklich niemandem empfehlen. Ja? Aber es war jetzt für jemanden, die hauptberuflich mit Kriegen zu tun hat und über Gewalt schreibt,
fand ich was, was ich mir nicht ersparen konnte. Interessanterweise, dieses Video kursierte letzte Woche auf verschiedenen Online-Plattformen. Sie haben erwähnt, dass Focus es aufgeschalten hat. Und was mir aufgefallen ist, kam eine interessante Medienanalyse dazu bereits in der Schweiz, dass die meisten Webseiten haben ja mittlerweile dieses Tool meist gelesene Artikel. Und die Menschen gehen dann darauf, weil sie sich auf die Urteilskraft der anderen Leser abstützen und sagen, wenn das ein meistgelesener Artikel ist, dann werde ich ihn auch ansehen. Und durch dieses Tool, ein arithmetisches Tool der Online-Plattformen, hat dann dieses Video den Platz 1 belegt während mehrerer Tage im Internet. Also das Gegenteil von dem, was du dir wünschst. Aber noch ein Wort zu diesen radikalen Gruppierungen im Norden Iraks. Es gab auch ein Filmbeitrag von einem Weiß-Journalisten. Weiß ist ein amerikanischer Fernsehsender, der auch ein Magazin macht. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein bisschen verwegener sind. Auch ganz junge Leute, die mal Sachen machen, die vielleicht nicht so konform sind, wie man es im herkömmlichen Medienbetrieb kennt. Und einer von denen hat sich bei den IS-Rebellen eingeschleust und hat Filmbeiträge gemacht. Und die wurden dann aber wieder von allen anderen Öffentlich-Rechtlichen gezeigt, natürlich übernommen. Würdest du das auch machen bei diesen radikalen Gruppierungen, dich so, damit du dieses Material hast? Also ich erfülle verschiedene Qualifikationsmerkmale nicht, die, glaube ich, es nötig machen, sich bei IS einzuschleusen. Also ich bin erst eine Frau und ich bin lesbisch, also das ist nicht besonders günstig für solche Gruppierungen. Das andere ist, dass ich grundsätzlich, aber jetzt nicht nur in Bezug auf diese Gruppierung oder sozusagen die Frage von radikalen Gruppierungen, sondern insgesamt, nicht nur im Ausland, auch im Inland, sehr großen Widerstand gegen jede Form von sozusagen verdeckter Ermittlung unter Journalisten habe. Ich weiß, das ist hier in Köln nicht so beliebt, das zu sagen, aber ich halte das für ausgesprochen kompliziert, wenn ich mich als Journalistin, ganz egal wie gut die Absicht, ganz egal wie wichtig das Thema, das ich potenziell aufdecken könnte oder aufklären könnte durch eine solche verdeckte Ermittlung, ich halte es für ausgesprochen kompliziert, wenn ich mich als jemand anders ausgebe als die Person, die ich bin. Die Geschichte beruht auf einer Lüge, die Geschichte beruht auf einer Maskierung. Ich finde es ausgesprochen heikel, wenn die Menschen, die mit mir sprechen, nicht wissen, dass das, was sie sagen, verwandt wird. Heißt das, dass ich in bestimmte Gruppierungen oder über bestimmte Gruppierungen, seien es Nazi-Gruppierungen oder seien es solche Gruppierungen oder seien es McDonald's, dass ich deren problematische Praktiken nicht aufklären könnte? Ja, das heißt es. Ich glaube natürlich trotzdem, kannst du immer noch über Zeugenaussagen oder über Indizien, also es gibt natürlich eine ganz andere Möglichkeiten, Materialien, Stimmen zu sammeln, aber ich bin sozusagen, grundsätzlich halte ich dieses Verfahren für ausgesprochen kompliziert. Jetzt überhaupt nicht bezogen auf Herrn Wallraff, aber bezogen auf andere Leute, die das heutzutage machen. Ich habe immer so ein leichtes Gefühl von RTL 2. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es wird immer auch miterzählt, wie wahnsinnig mutig man war, wie irre riskant. Also es kriegt immer so einen leicht trashigen Charakter. Und das, das behagt mir nicht. Und ich glaube auch, es kriegt eben eine wahnsinnige Aufmerksamkeit der Journalist oder die Journalistin selbst und ein bisschen weniger das Thema. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass es Kolleginnen und Kollegen mit irre guten Absichten und auch wichtigen Themen gibt. Wenn ich es entscheiden könnte, würde es nie zulassen. Ich würde aber ganz gerne eine Sache noch zu diesem ISIS sagen, weil das jetzt eine Region ist, in der ich tatsächlich sehr viel war. Und ich war schon 2002 auch in diesen Kurdengebieten und es kursierten damals
Videos über eine Gruppierung, die sich bis heute in unterschiedlichen Formationen gehalten hat, die auch Teil dieser Gruppierungen sind, die man da jetzt ISIS nennt, die heißt Ansar al-Islam. Und es gab damals eben schon Videos, wie Teile dieser Gruppierung Menschen massakrierten. Und die wurden uns damals vorgeführt, es war so ein bisschen so eine Propaganda-Absicht, also man wollte zeigen, was für schlimme Gruppierungen es in der Gegend gibt, damit auch bitte die Amerikaner kommen und sozusagen einen Regime-Change gegen Saddam Hussein durchführen würden. Und trotzdem muss ich sagen, erinnere ich, dass der Fotograf und ich diese Bilder gesehen haben und man sah, also ich hatte in meinem Leben sowas noch nie, ich habe noch nie sowas gesehen und erinnere, dass wir so saßen und zum ersten Mal wirklich glaubten, es gibt wirklich Böses. Also Leute, mit denen nicht zu verhandeln, also nicht einfach nur Gegner und nicht einfach nur Kriegsgegner oder nicht einfach nur Gefahren, sondern also richtig Leute, die andere einfach so massakrieren, ja. In der Gegenwart, also heute. Und insofern überrascht mich ganz vieles nicht, was wir jetzt sozusagen im Fokus der Öffentlichkeit haben, also dass es diese Gruppierungen dort gibt, dass die jetzt so erstarkt sind, dann kann man darüber diskutieren, wie viel hat das mit dem Einmarsch der Amerikaner zu tun oder nicht. Aber würde ich sagen, ganz unbeteiligt sind sie an der Entwicklung sicherlich nicht. Du sagst, es gibt wirklich Böses, das ist eine Erkenntnis aus diesen Bildern. Man hat ja oft das Gefühl, es sind zwei, drei Treiber, Anführer, die dann ganz viele Mitläufer kennen, also auch diese vielen Europäer, die jetzt in Diensten der ISIS dort unten sind. Würdest du sagen, dass es eben reicht, dass zwei, drei starke Köpfe, Ideologieführer, wie auch immer man sie nennen will, böse, mit denen, dass sie bei ganz jungen Leuten den richtigen Knopf drücken, die dann eben begeistern können für diese anarchischen Ideale? Also ich bin keine Terrorexpertin, muss man dazu sagen, ich bin auch keine Expertin für diese Gruppe. Das können andere jetzt also im konkreten Fall besser beurteilen als ich. Grundsätzlich allerdings glaube ich immer, mich interessiert tendenziell ein bisschen mehr, was sind die Gründe eigentlich in den Ländern, aus denen diese Menschen weggehen, dafür, dass sie weggehen. Also mich interessiert ein bisschen mehr in dem Fall der Ursprung sozusagen dieser Entscheidung, und in dem Fall ist es ja schon eine Entscheidung, sich einer solchen Gruppe anzuschließen. Warum gelingt es uns nicht, diese Menschen hier in den hiesigen Gesellschaften zu halten, und warum gelingt es uns nicht, ihnen hier eine Perspektive zu geben, die so ist, dass sie attraktiver ist, als dorthin zu gehen. Dass man im Einzelfall, also dass man sozusagen Wahnsinnige nicht zurückhalten kann, ist klar, dass man bestimmte Formen von Terrorismus auch nicht verhindern oder Kriminalität und Gewalt nicht verhindern, ist auch klar. Trotzdem, glaube ich, ist der Auftrag sicherlich nicht nur einer, der sich dort vor Ort irgendwie abspielt, sondern schon einer, der sich auch in hiesigen Gesellschaften abspielen muss. Deine Spezialität ist eben gerade nicht, als Undercover-Journalistin in solche Kreise reinzugehen, sondern du erzählst die Geschichten der Menschen, die gelitten haben, die Gewalt erfahren haben, und grenzt dich dadurch ab durch diese Schlagzeilen und Nachrichten, die nur von Toten und Fakten reden. Eine Geschichte, die mir besonders geblieben ist, ich weiß nicht, ob ich es gesehen oder gelesen habe, du hast mal über den Gazastreifen gesagt, dass dich interessieren eben nicht die bombardierten Gebäude und die Anzahl Bomben, die runterfielen, sondern dich interessiert, dass die Menschen dort während eines Bombenangriffs die Fenster öffnen, um zu verhindern, dass die Fenster zersplittern, und dass auch im Januar, wenn es kalt ist, und dann, dass die Familien dort sitzen bei offenem Fenster, ungeheizter Wohnung, und die Mütter sich was einfallen lassen müssen, um die Kinder bei Laune zu halten, und dann spielt man Alaska. Vielleicht kannst du die Szene noch ein bisschen ausführen. Das stimmt. Ich habe immer das Gefühl, also gerade jetzt zum Beispiel, jetzt ist dieser Krieg ist mal einer, den ich hier, also in Berlin und am Fernseher erlebt habe. Und das heißt, ich habe auch genau nur das gesehen, was normalerweise Menschen hier sehen, während ich vielleicht vor Ort bin. Und bin dann schon auch erstaunt,
also wie fremd einem so eine Region dann auch bleibt. Also wenn ich jetzt nur hier die Nachrichten schaue und nur die Bilder hier sehe, dann sehe ich eben entweder aus einer sehr, sehr großen Distanz von den Kollegen, die in Tel Aviv sitzen, sehe ich sozusagen so Rauchschwaden aufsteigen, oder ich sehe Bildmaterial, das vermutlich eingekauft ist, aus dem Gazastreifen selbst, wo man dann verzweifelte Menschen in Trümmern weinen sieht oder man sieht was brennen, also eben doch eher dann auch dramatische Bilder. Also es ist oft, ich weiß nicht, ob Sie das erinnern, es gab sehr viele Bilder aus dem Krankenhaus, wo man sieht, wie die mit sehr wenig Mitteln immer versuchen, immer wieder neu reinkommende Verletzte zu behandeln. Das Krankenhaus kenne ich jetzt auch ganz gut. Und also ich hatte zum Beispiel hier den Eindruck, dass bei dieser Bilderflut, ja, obgleich ich jetzt die Region kenne und obgleich ich genau auch die Gegenden kenne, die da in diesen Bildern zu sehen ist, bleibt es mir komplett fremd. Es berührt mich nicht, ich kann jetzt nicht sagen, es interessiert mich nicht, weil es mich natürlich interessiert, ja. Aber wenn ich nur diese Bilder sehe von diesem Krieg, ich verstehe überhaupt nichts. Ja. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, würdest du sagen, das geht allen Zuschauern oder den meisten Zuschauern? Nein, das weiß ich nicht, aber ich fand es jetzt zum Beispiel für mich ein wirklich faszinierendes Phänomen, weil das jetzt eine Gegend ist, die ich wirklich gut kenne, die mich jetzt, also wo man denken müsste, ich müsste bei jeder Aufnahme ja, zusammenzucken, und das ging mir eben gar nicht so. Und ich erzähle das nur, um zu sagen, dass ich eben das Gefühl habe, dass den Bildern, nicht bei den Worten, also nicht bei den Texten, aber bei den Bildern habe ich den Eindruck, es gibt eine zunehmende Eskalation der Bildästhetik. Ja? Und die Eskalation der Bildästhetik führt aber dazu, dass ich immer weniger eigentlich mich dafür interessiere, weil man überhaupt gar nicht mehr runterkommt aus dieser Spirale. Bei Texten habe ich merkwürdigerweise das Gefühl, dass sie die Sachen eher verharmlosen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich Texte regelmäßig lese, die Krieg als so grauenhaft beschreiben, wie ich glaube, dass er ist. Ich habe das Gefühl, dass bei Texten, übrigens ich muss mich auch sehr anstrengen, nicht dasselbe zu machen, ich muss mich unheimlich anstrengen, wirklich auszubuchstabieren. Was, also Sie haben es jetzt bei Enthauptung gemerkt, ja, auch da, also habe ich es ja nur umschrieben, ja. Also man zögert auch wahnsinnig, weil man das Gefühl hat, dass es eben auch eine Zumutung ist. Und komischerweise Bildzumutungen sind irgendwie Routine geworden. Und ich glaube Textzumutungen nicht. Und ich glaube aber eben auch, dass sich gerade bei so einer Region wie jetzt Gaza oder Israel, also geht ja um beide Seiten, ja, geht jetzt nicht nur um die palästinensische Seite, geht um beide Seiten, dass es uns immer schwerer fällt, diese Geschichten so zu beschreiben, dass sie an irgendetwas anschließen, was wir als eigene Erfahrung haben. Und deswegen habe ich diese Geschichte mit den zerberstenden Fenstern genannt, weil ich glaube, dass wenn man erzählt, also da wird jetzt jeden Tag bombardiert und es ist Januar und es ist selbst im Gazastreifen kalt und immer wenn das Bombardement ist, zerplatzen die Glasscheiben. Es ist inzwischen so viel Glas zersplittert, dass es auch im Gazastreifen gar kein neues Glas mehr gibt, sodass man es auch gar nicht mehr ersetzen kann. Und es ist dementsprechend kalt. Ja, und ich finde, man muss Geschichten über den Krieg erzählen, bei denen man nicht nur sagt, wie viele Leute wie viele Beine verloren haben und Gedärme durch die Gegend fliegen, sondern ich finde, es reicht, wenn wir erzählen, wie viele Kinder frieren oder alte Leute frieren. Und insofern, glaube ich, braucht es eben viel mehr wieder ja, ein etwas langsames Beobachten, also es setzt natürlich auch eine gewisse Langsamkeit voraus, ja. Und vielleicht eben auf einem ja, so niederschwelligen Niveau im Verhältnis zu den Bildern. Ich kann das nur bestätigen, bei mir als Leser geht es genauso. Ich habe zum Beispiel deinen Brief aus Kolumbien nochmal gelesen, früher schon mal, und du beschreibst dort... Wie alles schief geht. Das ist wirklich peinlich, weil wer das nicht kennt, also es gibt verschiedene Briefe, die ich aus verschiedenen Gegenden geschrieben habe, und Kolumbien ist jetzt eine Reise, wo
alles schief, aber wirklich alles schief ging. Ein einziges journalistisches Versagen, was ich eigentlich wollte, habe ich nie rausgefunden. Die Leute, die ich treffen wollte, habe ich nie getroffen. Es fing an zu regnen. Also es war ein einziges Chaos, deswegen ist es besonders kurios, dass du jetzt ausgerechnet den Text erwähnst. Weil es eben beweist, dass auch ein angeblich journalistisches Versagen fantastische Texte hervorbringen kann. Du beschreibst dort einen Mann, dem du hinterhergehst, und erzähl doch kurz, wie ich weiß jetzt noch gar nicht, welchen... Der mit den Schrauben im Bein, der mehr über den Krieg erzählt oder über diese Rebellen und diese Drogenbanden als alles andere. Ja, also das ist jetzt ganz interessant, dass dir das in Erinnerung geblieben ist, weil es in der Tat ein Detail ist. Kolumbien ist ein Land, das durch sehr viele Jahrzehnte einen Bürgerkrieg erlebt hat, der durch verschiedene Regionen gezogen ist, der eben auch sehr viele Menschen betroffen hat, die gar nicht beteiligt waren auf einer oder der anderen Seite. Und man hätte jetzt eben auch Geschichten erzählen können, tauchen dann in dem Brief auch irgendwann auf von tatsächlichen Gefechten oder eben Auseinandersetzungen zwischen Armee und Guerilla. Aber in dem Fall, das für mich eben so eindrückliche war, dass wenn man ganz normal im normalen Alltag durch die Stadt läuft, also ob das jetzt Medellin ist oder Bogota, gibt es eben Menschen, die also verletzte, versehrte Gliedmaßen haben, in dem Fall Beine, und die auf der Straße herumlaufen mit Schrauben, die sozusagen durchs Bein durchgesteckt sind, in Mechanismen, bei denen man denkt, damit kann man jetzt nicht laufen, da sollte man auch nicht laufen, und eher so kleine Beobachtungen, die sozusagen so zur Normalität gehören, wie sie nur in einem Land zur Normalität gehören können, die gewohnt sind, Krieg zu haben. Und das für mich Schockierendste eigentlich in Kolumbien war, dass wir in dieser Situation, die ich da vorhin angedeutet habe, wo wir plötzlich in einer Gasse waren, in der eben wir haben plötzlich ein Gefecht losging und wir gar nicht wussten, wo wir hin sollten, und es war auch alles so eng, dass man kaum irgendwo hin konnte, hat eben einfach eine Familie, die an dieser Gasse wohnte, uns in ihr Haus reingerissen. Und wir haben dann mehrere Stunden auf dem Fußboden liegend oder sitzend mit dieser uns völlig unbekannten Familie, die uns das Leben gerettet hat, verbracht, und haben dann so angefangen zu sprechen. Also wir konnten nicht raus, weil draußen wurde immer geschossen. Und irgendwann sagte die Frau, da wo du herkommst, führte auch der Staat einen Krieg gegen euch. Ja? Und da weiß man natürlich gar nicht, wo man, es ist so ein bisschen, früher gab es eine Zuman, so eine Serie, die hieß 7 Fehler sind in diesem Bild. Und ein bisschen so war das. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, um das zu korrigieren. Und klar war, das war jemand, die hatte ihre ganze Lebenszeit im Krieg verbracht. Diese Geschichten werden eben viel seltener erzählt, sozusagen, weil sie ja vielleicht auch nicht auf einem dramatischen Foto abbildbar sind. Aber es sind solche Momente, die Momente, die dir als Reporterin bleiben und wo du auch das Gefühl hast, dass du diesen Menschen irgendwas geben kannst. Ja, in dem Fall hatte die mir, also jetzt der konnte ich ehrlich gesagt gar nichts geben. Ich meine, die hatte mir einfach, also ohne diese Frau hätten wir das nicht wir hätten das nicht überlebt. Da kann man sich auch nur wirklich unvollkommen bedanken, sozusagen. Ich meine eher, dass oft, wenn als Reporter Menschen fragt zu ihrem Leben, zu ihren Schicksalen, zu dem, was sie erlebt haben, kommt ganz viel, vielleicht erstmalig, erzählen sie ihr ganzes Leben, und das sind ja so Momente, wo man dann als Reporter auch das Gefühl hat, dass man nicht nur nimmt, sondern auch irgendwie gibt. Ja, das stimmt. Also beispielsweise jetzt diese Geschichte, die du ganz am Anfang erwähnt hast, von den beiden jungen Palästinensern, die getötet worden sind. Da gab es eben nicht nur weitere Brüder und eine Schwester zu diesen beiden, Ibrahim und Kassab, sondern es gab eben auch einen Vater. Wir haben den Vater das erste Mal getroffen, relativ kurz nachdem dieser Vorfall war, also relativ kurz nachdem seine beiden Söhne getötet wurden. Hat sich dann auch, das wackelt so ein bisschen, Entschuldigung, da hat sich dann eben auch eine richtige Beziehung ausgebildet. Also es ist dann auch klar, dass wenn jemand seine Geschichte anvertraut und er auch merkt,
natürlich, dass du die Geschichte ernst nimmst. Unangenehm, nicht? Soll ich es besser so? Für die vorne ja wahrscheinlich, aber irgendwas schwieriger. Es tut mir leid, ich kann es nicht so richtig kontrollieren. Ist das besser? Also natürlich bilden sich eben auch wirklich, also zu einzelnen Personen dann wirklich Nähen aus, übrigens jetzt nicht nur auf palästinensischer Seite, auch auf israelischer oder eben jetzt in dem Fall auf jüdisch-israelischer Seite, nicht nur auf arabischer. Und natürlich gibt es das auch, dass man dann eben auch immer wieder hinfährt und diese Menschen auch wieder trifft, ohne dass da jetzt jemals eine Geschichte daraus wird. Also ich würde ohnehin sagen, ich glaube, 90% meiner Zeit in diesen Gegenden verbringe ich mit, in Anführungsstrichen, unprofessionellen Dingen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ununterbrochen offizielle Interviews führt, sondern natürlich hat ganz viel auch damit zu tun, dass man Menschen kennenlernt, dass sie einem vertrauen. Übrigens auch sehr, sehr viel, dass man überhaupt in Gegenden kommt, in denen Menschen leiden. Also es ist auch sehr, sehr viel wirklich durch Checkpoints durchkommen, durch Schranken durchkommen, in Gegenden kommen, in die man eben eigentlich gar nicht rein darf. Das heißt mitunter auch, dass man natürlich auch Zonen bereist, wo man nicht wirklich erwünscht ist. Also sehr, sehr viel der Zeit verbringt man, oder wir jetzt überhaupt erstmal damit überhaupt dahin zu kommen, wo es relevant sein könnte oder wo Menschen sind, an die sonst niemand denkt. 90% der Zeit ist ineffizient, sagst du. Hey, Guy Talisi, ein New Yorker Reporter, der schon ein bisschen älter ist, hat das mal genannt, the fine art of hanging around. Er meinte damit eigentlich das Gleiche. Man muss sehr, sehr viel Zeit warten und zuhören und eben logistische Sachen tun und Sachen organisieren, bevor man dann wirklich mal wieder so Perlen trifft oder was tun kann. Ja, ich würde auch sagen, also es ist auch ganz, ganz vieles einfach, dass Menschen erstmal wissen wollen, wer man ist. Ja, und ehrlich gesagt finde ich das auch total legitim. Also warum sollten die mir auch vertrauen? Ja, da kommt jemand daher, die hat behauptet, eine Frau zu sein, hat kurze Haare und eine Hose an und Boots. Also es ist alles schon natürlich irgendwie ein bisschen alienhaft. Es ist ganz, ganz viel, hat damit zu tun, dass auch ich befragt werde, ja, und also natürlich dann auch Fragen, die wir jetzt hier ein bisschen komisch finden, ja, also was machen deine Eltern und wie viele Kinder hast du und wieso bist du nicht verheiratet und da wird es natürlich auch gelegentlich echt kompliziert, also es passiert auch gerne mal, dass dann ich die dritte Frau vom Cousin werden könnte oder so, ich glaube, das, also muss dazu, für mich gehört das dazu, aber ich habe natürlich auch den Luxus, dass ich, also vielleicht sollten wir auch über die Bedingungen reden, unter denen ich arbeiten darf. Ja? Also ich arbeite eben nicht für eine Tageszeitung, ich arbeite nicht für eine Nachrichtenagentur, ich arbeite nicht für eine Fernsehstation, die fix um 18 Uhr eine Nachrichtensendung hat, um 20 Uhr eine Nachrichtensendung hat. Also es ist ganz oft natürlich auch so, dass man sagen muss, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht sich nicht auch so viel Zeit nehmen wollten, sondern die arbeiten natürlich unter ganz anderen ökonomischen und einfach auch zeitökonomischen Bedingungen. Um es mal konkret zu beschreiben, der Unterschied besteht darin, wenn du sozusagen weißt, ich muss heute einen Bericht machen, der muss um 18 Uhr in der Heute oder was auch immer laufen, dann ist nahezu ganz egal, was du an dem Tag erlebst, ist die Geschichte, die du machst. Ja? Ich kann aber sozusagen auch mich irren. Also ich kann zum Beispiel auch einen Tag lang mich mit einer Geschichte befassen und dann feststellen, die ist gar keine. Oder ich kann auch sozusagen 3 Tage später feststellen, ja, eigentlich habe ich mich geirrt. Also das, was ich zunächst für ganz wichtig hielt, ist eigentlich unrepräsentativ. Oder ich bin jemandem aufgesessen. Also auch das passiert natürlich. Also dass man jemandem glaubt, der ist aber eigentlich vielleicht gar nicht glaubwürdig. Und ich würde sagen, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich für Zeitschriften arbeite, die sozusagen auch diese Langsamkeit haben, dass ich mich selber korrigieren kann und dass ich auch, also die Fehler, die wir dauernd immer irgendwie alle machen, die Möglichkeit habe,
ja, irgendwie nochmal neu darüber nachzudenken. Und das, glaube ich, ist ein wahrscheinlich immer seltener werdender Luxus. Also ich finde immer besonders kurios, wenn es so die Live-Ticker gibt. Ja? Also Live-Ticker von der Einnahme von Benghazi. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt im Moment russische Invasion in der Ostukraine offensichtlich, bewegen sich da eine ganze Reihe von militärischen Fahrzeugen in die Ostukraine heute. Da fällt denen bestimmt wieder ein Live-Ticker ein. Ja? Also das ist schon, es ist wirklich gespenstisch. Ich finde es auch fahrlässig. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Und nicht, also um es nochmal zu betonen, nicht, weil ich glaubte, dass die Kollegen, die das dann machten, in irgendeiner Weise nicht integer gingen, sondern weil sich das in solchem Tempo nicht erzählen lässt. Also ein indirektes Plädoyer für langsameren Journalismus, ja, für reflektierteren Journalismus. Total direktes Plädoyer. Sehr gut. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Sie sind schon angesprochen worden, ob Sie den Foley-Video-Stream angeschaut haben oder wie Sie reagieren auf diese Gewaltbilder im Fernsehen. Ich würde Ihnen gerne, gehe rum und lasse Sie mal Karolinke fragen oder Ihre Meinung zum einen oder anderen formulieren. Darf ich jetzt zwischen ein Wasser noch vielleicht haben? Ich stelle mich da mal auf, dann sehe ich es. Also, wer macht den Anfang? Wie ist das jetzt, wenn man jetzt Kriegsberichterstatter ist, wo man für ein Feld, für ein Ereignisfeld entscheidet, wo es irgendwie, ja, meistens schwarz-weiß, gut gegen böse oder. Sprechen Sie ein bisschen mehr ins Mikro, dann können Sie. Achso, ist gut. Ja, ich habe nur die Frage, wie ist das mit dem, also Kriegsberichterstattung heißt ja auch Faszination der Gewalt. Nee. Kann ich so reden und Sie hören mich? So mittel? Also die Frage ist, ob, wenn man sich entscheidet, Kriegsberichterstatterin zu werden, ich glaube auch so ganz entschieden, so habe ich das auch nicht. Aber nein, ich bin überhaupt nicht fasziniert von Gewalt. Ich habe entweder Angst davor oder sie wehrt mich an. Der Grund ist ein anderer. Der Grund ist, dass ich bei dieser allerersten Reise, die ich ins Kosovo gemacht habe, eine Erfahrung gemacht habe, die ich in allen Gegenden, und zwar interessanterweise egal wo, wieder gemacht habe. Nämlich, dass da Leute vor einem sitzen und die nicht um Geld bitten und nicht um praktische Hilfe bitten und nicht um Essen bitten, sondern wieder und wieder und wieder ein Bitten, schreibst du es auf. Und ich habe mir die Frage nie wieder gestellt. Ja? Und das heißt, also ich habe überhaupt keine Faszination mit Gewalt. Ja? Aber ich habe ihn, also ich glaube, was ich vielleicht jetzt mitbringe, ist, ich kann einfach Ungerechtigkeit nicht aushalten. Aber das kann auch hier vorne im Ladeneingang sein. Aber das also sozusagen die für mich existenzielle Erfahrung und ich glaube auch die moralisch interessante Erfahrung ist, dass Leute eben auch nicht einfach nur mit Journalisten sprechen wollen, weil die dann glauben, daraufhin kommt die NATO. So naiv sind die gar nicht. Sondern die existenzielle Erfahrung von Leuten in solchen Gegenden besteht darin, dass sie die ganze Zeit negiert werden. Dass ihnen sozusagen Menschlichkeit abgesprochen wird, dass ihnen Subjektivität abgesprochen wird. Und ich glaube, inzwischen ist für mich die Aufgabe viel stärker mit den Leuten zu reden, als es nach vielen zu erzählen. Nee, war vielleicht noch so ein anderer Gedanke, der mir dabei einfiel. Also, Gewalt oder Krieg hat ja auch eine ganz bestimmte intensive Form des Daseins. Also, das Dasein jeden Moment beendet sein, beendet werden kann. Und das gibt ja auch so eine ganz bestimmte. Ich erzähle nur aus irgendwelchen so eine Situation miterlebt, aber wo gefühlt bestimmte Ereignisse gehabt. Also wo jetzt. Du musst stärker ans Mikro sprechen, sonst kannst du nicht dahin. Ich meine jetzt gerade in den Kriegssituationen, du weißt, dass du auch eine besondere Intensität des Daseins, also wie jeder Augenblick zählt. Ist das eine Faszination, die das also. Ich weiß schon, was Sie meinen. Und ich würde sagen, also ich habe da keine Faszination, aber ich würde schon sagen, ich weiß, was Sie meinen, in der Hinsicht, dass, also dass man irgendwann stirbt,
weiß man immer schon. Aber dass man jederzeit sterben kann, das ist mir zumindest erst im ersten Kriegsgebiet so deutlich geworden, dass danach mir auch klar war, es ist nicht nur irgendwie endlich das eigene Leben, sondern es kann auch misslingen. Wenn ich nämlich jetzt plötzlich, Sie lachen so, nein, ich meine, nein, ich meine vollkommen, nein, also und zwar in verschiedener Hinsicht, also wenn man wirklich darüber nachdenkt, ja, nicht nur, dass man irgendwann mal stirbt, sondern dass man potenziell morgen sterben kann, dann denkst du natürlich einerseits über so Sachen nach, was ich immer schon mal gerne gemacht haben wollte, ja, also dass mir ein Pizzateig gelingt, ja, aber so richtig, dass er so richtig gut wird. Oder also so Sachen, die man sich irgendwie, die man gerne nochmal erledigt hätte. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass man denkt, ich will noch ein besserer Mensch werden. Ja? Und ist das der Grund, warum ich da hinfahre? Nein. Aber du hast in der Tat natürlich ein anderes Nachdenken über das eigene Leben, wenn du wieder hier bist. Wer deswegen da hinfahren würde, hat das Leben, glaube ich, verwirkt. Ja, aber das kann, also das kann es nicht sein. Nein, ich meine, du kannst das, da sozusagen... Es ist ein Erleben dabei, es gibt bestimmte gefühlte Momente, die besonders intensiv sind. Und die sind auch dann, die sind nicht irgendwie konstruierbar, die sind auch deswegen so intensiv, weil sie auch bedroht sind. Weil ja, aber ich finde, also ich kann auch unintensive Momente gern genießen. Hallo, Arias. Ja. Erstens wollte ich sagen, dass ich nicht über den Aussagen gedacht habe. Und zwar, das war sehr nachvollziehbar. Ich wollte jetzt noch mal ganz anders genau fragen, und zwar, wie finden Sie Ihre Geschichten? Also, wie können Sie das irgendwie... Ist mir selber gefallen? Nein, wie Sie Ihre Geschichten... Oh Gott, wie Sie Ihre Geschichten finden. Also, so, wie können Sie das irgendwie ein bisschen beschreiben? Na, jetzt kann ich mal ganz kurz das Mikrofon haben, sonst gehen wir hinten, aber Sie kriegen es dann wieder. Also die Frage war, wie ich die Geschichten oder die Themen finde. Das ist eine richtig, das ist eine super Frage, ich die Antwort darauf wüsste, würde es besser laufen. Jetzt vielleicht nur von einer Geschichte, also nur einmal ein Beispiel. Also ich gebe nur ein Beispiel, nämlich die von, die erwähnte Geschichte von Ibrahim und Kassab. Ich war im Gazastreifen direkt nach dem Krieg und also im Grunde es gibt keine richtige Methodik, sondern du stehst sehr, sehr früh auf und also in so einem wirklich dann auch zerstörten Landschaft gehst eigentlich einfach in verschiedene Dörfer und versuchst rauszufinden, was erfahren ist und in den meisten Fällen triffst du jemanden und die erzählen dir dann was und dann verfolgst du und du hast normalerweise würde ich sagen, ich habe jetzt 7-mal so viel wie das, was ich jemals verwenden kann. Das ist vielleicht ungefähr so eine Ratio. Und in dem Fall passierte was Ungewöhnliches. Ich war in einem Dorf, und was sehr zerstört worden war, und mir erzählten Leute auf der Straße, Bauern auf der Straße, ja, hier ist was ganz Schlimmes passiert, hier ist ein Vater während der Zeit der Waffenruhe mit seinen beiden Söhnen im Auto gefahren, der ist während der Zeit der Waffenruhe geschossen worden von den Israelis, der Vater hat überlebt und dann wollte ein Krankenwagen hinkommen, wollte den Söhnen helfen und die Israelis haben es nicht erlaubt. Und ich habe die Geschichte einfach nicht geglaubt. Und habe gedacht, also es ist schon wirklich sehr, sehr viel Schreckliches passiert, das halte ich für wirklich gut. Also das halte ich für echt, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht, dass es irgendwie Beschüsse geben könnte, aus welchen Gründen auch immer. Aber dass ein Krankenwagen da nicht hingelassen, das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Und habe dann noch gefragt, ja, gibt es denn den Vater noch und wo ist er? Und gesagt, ja, der wohnt nicht hier, der wohnt woanders. So, und ich hatte schon, ich weiß nicht, wie viele andere also Geschichten, von denen ich fand, dass sie erzählt gehörten, habe es ignoriert. Ja? Und kam abends ins Hotel nach Hause und hatte eine E-Mail über 5 Ecken von einer Bekannten aus den USA, die sagte, bitte schaut, liest alle diese Geschichte von meinem Freund. Ja, ein unbekannter arabischer Name. Und es stellte sich heraus, da schrieb ein Junge aus Washington, der Bruder war zu diesen beiden
Brüdern in diesem Dorf, in dem ich gewesen war, und erzählte exakt diese Geschichte. Und dann habe ich mich so geschämt, weil ich dachte, ich mache das jetzt seit 12 Jahren. Ja, und natürlich gibt es Propagandageschichten, natürlich muss man aufpassen, dass man nicht alles glaubt, aber hier hatte ich ja noch gar nicht recherchiert. Da hatte ich schon im Vorfeld beschlossen, das kann nicht sein. Und habe dann alles andere weggelassen, was ich vorher gemacht habe, und bin in dieses Dorf gefahren und habe diesen Vater gesucht und habe dann diese Geschichte rekonstruiert. Und das ist eben diese Geschichte, also wenn ich 3 Sätze noch dazu sagen darf, weil sie in der Tat mir selber auch besonders am Herzen liegt. Es ist nicht nur so, dass dieser Wagen geschossen worden ist, der Vater wurde verletzt. Der erste Sohn ist ausgestiegen aus dem Auto, ist sofort erschossen worden. Der zweite Sohn ist auch ausgestiegen aus dem Auto und ist angeschossen worden. Und dieser Vater hat 12 Stunden mit dem blutenden Sohn in seinem Arm auf dieser Stelle gelegen. Es gab einen Krankenwagen, der 800 Meter entfernt von dieser Stelle stand und nicht dorthin gelassen wurde. Er hat ein Handy dabei gehabt, der Vater, und auf dem Handy hat zunächst dann einer aus der Verwandtschaft angerufen, und anschließend ein Großteil der internationalen, in dem Fall vornehmlich arabischen Presse, hat den Vater angerufen, mit ihm gesprochen, während der Sohn in seinen Armen starb. Es gab also natürlich dann auch den Versuch, die israelische Seite zu rekonstruieren, mit dem Roten Kreuz zu sprechen, also es ist eine sehr aufwendige Geschichte daraus geworden. Ich erzähle das jetzt nur, um zu sagen, also es gibt Geschichten, die verpasst. Ich weiß gar nicht, wie viele Themen ich verpasst habe. Ich weiß auch nicht, wie viele Geschichten ich vielleicht auch falsch erzählt habe, ohne es zu wissen. Ja? In diesem Fall konnte ich dann auch nur eine, also ich habe zwar sehr, sehr, sehr viele Stimmen sozusagen rekonstruiert, aber die offizielle israelische Version der Armee ließ sie nicht erzählen, weil die Einzelfälle nicht kommentieren. Ausgesprochen kompliziert zu rekonstruierende Geschichte, weil du immer das Gefühl hast, du bist ungerecht, weil du nur eine Seite erzählst. Aber in dem Fall, also sowas passiert halt. Es passiert oft. Es passiert oft, dass eine Geschichte zu dir kommt und du eigentlich über was ganz anderes nachdenkst, eigentlich was ganz anderes machen willst und dann alles änderst. Da habe ich jetzt ein bisschen auch das Glück, es muss eine Redaktion auch mitmachen. Also du musst auch eine Redaktion haben, der du das, was du da mal angekündigt hast, dann Donnerstag sagst, also wenn Freitag gedruckt wird, es wird irgendwie doch ein bisschen was anderes. Ja. Und es, also ich in den meisten Fällen habe nicht, bevor ich losfahre, eine Geschichte im Kopf. Es gibt natürlich diese, also es gibt so Kollegen, die können das, ja, die wissen schon am Schreibtisch zu Hause, ja, dass sie die Stimme da brauchen und die Stimme, ich fahre, komm, also planlos los. Im Grunde waren das jetzt schon Frage und Antwort fast. Frage, unter welchen Bedingungen reisen Sie in die Gebiete? Also haben Sie jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Und wie lange verbringen Sie dort? Also wie viel Zeit verbringen Sie dort? Und wenn Sie noch kein Thema haben, mit dem Sie dorthin fliegen oder fahren oder was auch immer, ist es so, dass Sie dann erstmal vor Ort sind und erleben wollen und dann erstmal schauen, was gibt es hier überhaupt zu berichten und wie ist das mit der Redaktion, wie spielt ihr da mit, also was haben Sie da für Deadlines? Und, das würde mich interessieren. Das Wort Deadline versuche ich gar nicht erst zu buchstabieren. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, was die Länge angeht, also die Dauer des Aufenthalts angeht. Es gibt Situationen, wie jetzt beim Irakkrieg, da waren wir, glaube ich, 2,5 Monate am Stück da, also jetzt genau in den Kurdengebieten, wie es da im Moment geht. Und dann noch so ein bisschen unfreiwillig länger, weil das muss man auch immer denken, dass sowas passieren kann. In den Irak, Nordirak konnte man zu der Zeit legal in dem Sinne gar nicht richtig einreisen. Das heißt, wir sind nach Teheran geflogen, also hatten ein Visum für Iran. Und sind dann von Iran aus, also mit dem Wissen über die Grenze und haben gehofft, wir kommen wieder zurück. Und wir waren aber eben länger dort geblieben, als unser Visum für Iran eigentlich gültig war. Das, also es kann dann auch passieren, dass du dann eben auch so ein bisschen auf den Goodwill der Behörden da angewiesen bist. Es gibt aber auch Sachen, wo wir eine Woche gewesen sind.
jetzt für so normalere, in Anführungsstrichen normalere Situationen, ich mache jetzt ja nicht immer nur wirklich, also oft, um das noch vielleicht als Eindruck zu korrigieren, ich bin jetzt keineswegs immer nur in akuter kriegerischer Situation, sondern eben oftmals auch davor oder danach. Also es kann auch eine Woche sein. Ich habe aber zum Beispiel auch mal sowas gemacht, was mir besonders gut gefallen hat. Ich bin auch gemeinsam mit diesem selben Fotografen, Sebastian Wolisch, nach Haiti gefahren nach dem Erdbeben. Ich glaube, das erste Mal waren wir so, ich glaube, 5 Wochen später da und sind dann über ein Jahr hinweg so alle 6 bis 8 Wochen oder so nochmal gefahren. Und das war jetzt für mich so eine, also diese, ideal, ja, weil man tatsächlich wirklich sehen konnte, was sich verändert. Da hatte ich eine Idee, also da hatte ich eine ganz grobe Idee, ja. Da war die Idee sozusagen einfach zu beobachten, wie dieses angebliche Nation Building denn funktionieren soll. Da hat sich schon nach 2 Tagen herausgestellt, dass das viel zu groß als Idee war, dass das überhaupt sich nicht erzählen ließe. Wir haben überlegt, ob es gesund, also wie man so ein Gesundheitswesen aufbaut, erzählt. Ja, ich bin gar nicht dran zu denken, das hatten wir nach 4 Tagen aufgegeben. Und dann haben wir am Ende nur die Geschichte einer einzigen Straße erzählt. Und diese eine Straße haben wir aber über ein Jahr hinweg sozusagen uns immer wieder angeschaut. Und da zum Beispiel war es so, also klar, da musst du schon mal eine Redaktion haben, die die Idee überhaupt gut findet. Ja. Und da haben wir die Finanzierung dann aber so ermöglicht, dass ich jedes Mal, wenn ich hingefahren bin, eben irgendeine andere Geschichte gemacht habe. Sozusagen. Also dass es irgendwie auch so was Aktuelles in dem Sinne gab. Und man jetzt nicht irgendwie 5 Reisen macht für eine Geschichte. Und wie man dann reist, also... Es hängt wirklich sehr von der Gegend ab und ob man sich viel bewegen muss oder ob man sich nicht viel bewegen muss. Im Irak zum Beispiel haben wir uns dann wirklich auch viel bewegt und sind viel mit dem Auto hin und her gefahren. Im Gazastreifen ist ja nun eh schon irgendwie klein und eingesperrt, irgendwie ein bisschen anders. In Afghanistan bin ich viel, aber wie ich so bin, nicht mehr hingefahren. Also mal jetzt zum Beispiel zu sagen, auch nicht den Eindruck zu erwecken, ich würde jetzt immer überall alles riskieren. Das habe ich zum Beispiel einfach mich nicht getraut oder ich hatte ein schlechtes Gefühl. In dem Moment, in dem sie Entführungen losgingen, hatte ich eben das Gefühl, entweder muss ich mit so viel Sicherheitsaufwand hinfahren, dass ich eben auch fast wie eine militärische Gruppierung wirke, oder ich verzichte darauf und dann ist das Risiko, dass ich entführt werde, aber eben echt hoch. Und ich bin zum Beispiel da nicht mehr hingefahren. Ja, also insofern, es gibt jetzt auch solche Situationen, dass man sagt, das will ich nicht und das haben auch alle Redaktionen sowieso mal verstanden. zu den noch einsetzenden Übersetzern, das ist ein, insofern ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt eben auch sehr, sehr viele Journalisten, und das ist auch eigentlich so üblich, gerade bei Fernsehleuten, dass es so ein festes System gibt, so ein Netz von sogenannten Fixern. Also das sind manchmal Journalisten, manchmal sind das Leute, die einfach vor Ort arbeiten, Termine ausmachen und logistisch helfen. Das Problem dabei ist, also sind ganz hervorragende dabei, das Problem ist aber so ein bisschen, dass die oft für ganz viele verschiedene journalistische Institutionen arbeiten und dann haben die so eine gewisse Routine. Und das führt dann dazu, dass wenn Sie verschiedene internationale Zeitschriften lesen, stellen Sie fest, es wird immer derselbe Bauer gefragt. Ja, weil die alle denselben Fixer haben. Und insofern, es passiert mir auch, also es kann dir zum Beispiel auch passieren, ich kann es gar nicht beurteilen, was mir passiert ist, dass wenn du einen sehr guten Übersetzer einfach suchst, dass du jemanden hast, der für den lokalen Geheimdienst oder für eine Partei ausspielt. So. Ich neige dazu, prinzipiell vor allem jemanden zu suchen, der gut, also der die Sprache wirklich gut spricht und der nicht zu professionell ist. Weil dann denken die, es hört um 5 Uhr auf und man will doch nur einen Doktor und einen Bauern und eine Krankenschwester sprechen. Ja. Und in der Tat, ich versuche immer wieder sozusagen dann natürlich mit denselben wieder zu arbeiten und auch da entstehen natürlich dann auch irgendwann Beziehungen und ohne die wird man völlig aufgeschmissen. Ja. Ich glaube, ich kann auch so freisprechen. Ja, klar. Diese Akten zu Beginn am Anfang, dass versteckte Journalismus das Trashhaftes hat und vielleicht nicht so glaubwürdig rüberkommt oder verkauft wird.
Ich habe mal vor 2-3 Jahren, glaube ich, eine Reportage, eine Doku-Reihe von Channel 4 produziert. Es ging um Sri Lankas Killing Fields. Ja. Ja. Ich selbst bin auch Kriegsflüchtling vor 30 Jahren nach Deutschland. Und diese Doku und diese Reportage hat nach 28 Jahren wirklich viele, viele neue Perspektiven in mir ausgelöst. Natürlich bin ich dann auch erwachsener, älter geworden und dadurch bedingt auch sicherlich, aber es war auch eine versteckte und eine Undercover-Aktion, weil kein Single-Leser auf Sri Lanka würde akzeptieren, dass ein Tamile sagt, du, ich bin neutral, erzähl mal, warum bringst du uns denn alle um? Dann sagt der Single-Leser nicht, ja, weil die Regierung das sagt, sondern hinter der Kamera würde er sagen, weil ich Bock drauf habe. So. Diese Sachen, diese Böshaftigkeit. Wenn dieser Mensch sein Leben nicht riskiert hätte und undercover Recherche betrieben hätte, dann hätte die Welt vielleicht so viele wichtige Bilder nicht zu Gesicht bekommen. Ich weiß, was Sie meinen mit Barak und Co. sehe ich auch so. Allerdings kann das manchmal Facetten und Perspektiven ans Licht bringen, die ein neutraler, aufrichtiger Journalist, in Ihrem Falle so wie Sie vielleicht, niemals zu solchen Quellen kommen kann. Ich stimme Ihnen völlig zu. Also ich muss jetzt deswegen schmunzeln, weil ich war letztes Jahr in Sri Lanka. Auf Sri Lanka. Auf Sri Lanka. Und bin eingeladen gewesen, auf einem Podium über die Kriegsverbrechen zu sprechen. Mhm. Und es war da noch zu spüren, wie die Nachwirkungen und auch Schweigeverbote und Tabus und Ängste im Raum standen. Also ich habe sowas selten erlebt. Mhm. Ich habe es auch nicht gut gemacht. Mhm. Ich war auch sehr beeindruckt so von dieser Atmosphäre. Also insofern, das ist jetzt gerade sozusagen eine Gegend und auch im speziellen Fall jetzt ein Fall, den ich wirklich gut nachvollziehen kann. Und ich würde sagen, da gibt es einen vernünftigen Dissens, also es spricht ganz viel für das, was Sie sagen. Natürlich, in der Tat, haben Sie recht. Ja? Nur wenn Leute undercover gehen, können wir über bestimmte Verbrechen etwas erfahren und können das aufklären und aufdecken. Trotzdem, glaube ich, bleibt da ganz, ganz viel heikel. Nicht unbedingt, weil es weniger glaubwürdig wäre, sondern weil ich glaube, dass die eigene Tätigkeit und auch dann letztlich damit der Ruf und die Möglichkeit, weiter so arbeiten zu können, beschädigt wird. Ja. Einfach weil ich mit Menschen spreche und ich gaukel ihnen etwas anderes vor. Und ich würde sagen, das passiert natürlich auch mir, dass wenn ich Geschichten schaue, dass Leute anschließend sich kritisiert fühlen oder sich ungerecht behandelt fühlen. Natürlich, also das passiert auch. Also natürlich gibt es da auch eine Auseinandersetzung, aber ich habe mich nicht eingeschlichen und ich habe nicht behauptet, jemand anders zu sein. Und also auch bei Sri Lanka würde ich ja sagen, also wir könnten da jetzt in die Details gehen, aber die kennen Sie besser als ich. Also natürlich hat es Berichte auch gegeben von den Ärzten, die in den Krankenhäusern waren. Natürlich hat es die Berichte vom Roten Kreuz gegeben. Ja. Also es gab ja ganz, also ich glaube, es gibt relativ viele Möglichkeiten, Aufklärung und guten Journalismus zu betreiben, ohne diese Undercover-Möglichkeiten. Ja, bleibt da Grenzen? Also gibt es Sachen, die sich dann nicht aufklären lassen, so wie ich das sagen will? Ja, das ist natürlich ein Problem. Also ich habe da keine einfache sozusagen Lösung für. Entschuldigung. Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine tatsächlich, was so vorhin kurz angedeutet war, aber nicht angesprochen, die Kommunikation nach Hause, also welchen Deal haben Sie, also gibt es einen Deal, dass Sie sagen, ich melde mich und wenn ich mich nicht melde, dann, oder, also wie sichern Sie sich zu Hause ab? Ich lebe noch, wie kommunizieren Sie das? Und die zweite Frage ist, also ich habe durchaus selber ein Stück weit Medienerfahrung, obwohl ich in dem Bereich nicht mehr tätig bin, aber ich bin dadurch ein bisschen frustriert worden, weil ich ein bisschen zu viel hinter die Kulissen gucken durfte und zu viel oft gesehen habe, was da gefaked wird. Und wenn dann so aufgedeckt wird, sagen wir mal Facebook, wo sonst wo, ne, jetzt hat man wieder in den Nachrichten das Foto von dem Kriegsgebiet für dieses Kriegsgebiet benutzt und so, dann gibt es mir total Öl ins Feuer und ich mag überhaupt keine Nachrichten mehr schauen, weil ich mir nicht zutraue, ein echtes Ding
zu, also für mich eine Meinung zu entwickeln oder dazu zu glauben oder zu wissen, wie Sie selber sagen, dass Sie selbst auch mal aufsitzen oder ne, wie, was raten Sie mir? Also das eine ist, wie kommuniziere ich nach Hause? Das ist ganz unterschiedlich, hängt auch ein bisschen jetzt sozusagen von Redaktionen ab und auch dann auch sehr stark von der individuellen Person, die dann im Auslandsressort für einen zuständig sind. Manche vergessen einen auch einfach komplett, also so ist man irgendwie da, wenn man sich meldet, ach ja, ist ganz schön und so. Also sie vergessen einen nicht, wenn es dann an die also wenn man dann sozusagen eine Deadline hat, dann ist schon klar, dann fällt einem das ein, ja, aber ganz oft zum Beispiel passieren so Sachen, dass die dann in den Nachrichten lesen, also da irgendwo ist was passiert, ja, und dann sagen die so, ja, da musst du jetzt unbedingt ganz, ganz schnell hin, das ist dann aber eben 700 Kilometer entfernt, ja, also es gibt so Sachen, wo man so denkt, es wäre so ein bisschen auch angenehm, wenn die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen würden, wo man so ist. Aber ich muss eigentlich sagen, ich habe eigentlich eine gute Erfahrung, auch glaube ich, anders als das Klischee. Also ich war 7 Jahre lang beim Spiegel und habe für den Spiegel eben solche Geschichten gemacht. Zum Beispiel, die schicken einen nie irgendwo hin, sondern du sagst, du möchtest gerne hinfahren, dann sagen die nein. Und dann sagst du nochmal, ich möchte aber gerne hinfahren. Was ich ein vernünftiges Verfahren finde, um sich in deren Rolle auch zu schützen davor, dass einem was passiert und sie müssen danach damit leben, dass sie mich dahin geschickt haben. Also ich habe eigentlich eine sehr gute Erfahrung gemacht und normalerweise mache ich so ein bisschen aus, in welchem Rhythmus ich mich melde. Es hat jetzt Gegenden gegeben, wo ich auch gesagt habe, ich schicke alle 6 Stunden eine SMS. Ja. Aber ich muss sagen, das geht natürlich auch erst seit der Zeit, seit es sozusagen Handys gibt. Ich habe das vorhin erzählt, da gab es großes Gelächter. Also zur Zeit des Kosovo, da habe ich die Texte durchtelefonieren müssen. Ja, also da gab es halt keine E-Mail. Und wenn du jetzt eine Sekretärin gefunden hast, am anderen Ende per Zufall, die nicht so gut hört, war es halt ein echtes Problem. Und die Fotografen zum Beispiel mussten damals immer zurückfliegen, um die Filme abzulegen. Also auch das ist nochmal auch zu der Aufklärungsfrage. Also ich würde natürlich sagen, das ist natürlich jetzt auch technisch, hat sich auch so wahnsinnig viel auch verändert. Ja, also ich rede jetzt natürlich auch mit einer Spanne schon von 15 Jahren, schon nur in meiner Zeit hat sich ganz viel verändert. So, möchten Sie das? Sie sprachen gerade davon, dass Sie nach längeren Aufenthalten, in denen Sie Wahres, Böses gesehen haben, wieder zurück nach Deutschland kommen, nach Berlin kommen, und Leute nach wie vor in denselben Beziehungskrisen stecken, wie sie es halt vor ihrer Abreise hatten. Und ich wollte Sie gerne fragen, wie Sie damit umgehen, dass mit diesen Menschen nichts passiert ist. Also sind Sie manchmal wütend auf... Auf die Freunde oder auf denen in der Gegend? Nee, auf die Freunde. Sind Sie wütend, dass man nicht die Augen aufmacht? Haben Sie das Gefühl, dass wir undankbar sind? Haben Sie das Gefühl, wir reflektieren nicht genug? Wir sind nicht neugierig genug? Und haben Sie dieses Gefühl, das ist alles unfair, und haben Sie so einen gewissen Groll? Also wie gehen Sie damit um, oder haben Sie auch das Gefühl, dass Sie sagen, okay, der kann nichts dafür, er hat eben nicht gesehen, was ich gesehen habe. Also wie gehen Sie mit den Menschen um, die sich nicht damit auseinandersetzen, was ich gesehen habe? Ich muss jetzt erstmal echt drüber nachdenken. Da kann ich jetzt ja so schnell darauf antworten, das nützt ja nichts. Also wenn ich darf, sage ich verschiedene Sachen. Also das eine ist, dass ich sagen würde, naja, ehrlich gesagt, man muss natürlich fair sein. Also bei der gegenwärtigen Informationsmöglichkeit, ja, also durch Lesen, Radio oder im Fernsehen gucken, durchs Netz, 24 Stunden Nachrichten, ich glaube, es ist eine komplette Überforderung für jeden, sich mit allen Sachen gleichermaßen beschäftigen. Das geht doch übrigens mir auch so. Also es gibt doch auch Regionen, darüber haben wir uns gar nicht gesprochen, es gibt ganze Gegenden, die ich nie gefahren bin, die ich überhaupt nie, also ich habe nur vergleichsweise von all den kriegerischen Auseinandersetzungen, die es gibt, vergleichsweise kleine Flecken überall sozusagen, zu denen ich immer wieder hinfahre. Ja? Und auch ich kann Ihnen jetzt nicht, also Zentralafrikanische Republik könnte ich Ihnen jetzt noch gerade erklären, aber Südsudan, ja,
würde ich zum Beispiel sagen, müsste mich unglaublich, also müsste mich genauso interessieren wie Zentralafrikanische Republik. Ich gebe zu, mich ärgert etwas, dass die Ukraine dauernd solche Aufmerksamkeit bekommt und eben nicht die Zentralafrikanische Republik. Ja. Aber insgesamt, glaube ich, für die jetzige Generation ist es eine totale Überforderung. Ich glaube, man kann nicht über alle Regionen gleichermaßen informiert sein und an allem Anteil nehmen. Also das ist dann schon mal vorneweg. Dann, glaube ich, ist die Art der Berichterstattung auch so, dass es keinem leicht gemacht wird, sich damit zu beschäftigen. Ja, es ist, glaube ich, echt schwer, wenn man die Sachen sieht, ja, sich dafür zu interessieren. Und dann, wenn Sie jetzt mich aber konkret meine Freunde fragen, ja, da würde ich sagen, naja, also ehrlich gesagt, so ein bisschen mehr nachfragen könnten die schon. Ja. Und also mein Fotograf, also Sebastian, sagt zum Beispiel, wir müssen in Quarantäne. Ja, der sagt immer, wenn wir zurückkommen, müssten wir eigentlich so 3 Wochen so irgendwie in so einem Zwischenraum und dann so langsam wieder zurück. Ja. Ich würde sagen, manchmal, glaube ich, könnten Sie, also jetzt meine Freunde, jetzt nicht Sie, ja, sondern meine Freunde, so ein bisschen dankbarer sein für das, was Sie haben. Ja. Und manchmal denke ich so jetzt auch in meinem speziellen Fall, also ich bin nicht homosexuell, manchmal denke ich auch, Mann, Kinders, also hier in Köln und in Berlin ist ja echt spaßig. Ja? Aber ich glaube, wir haben jetzt auch manchmal so das Gefühl dafür verloren, dass das so leicht eben nicht ist. Ja? Und dass das auch nicht so selbstverständlich in sehr, sehr vielen Gegenden ist. Und da merke ich, dass ich manchmal sozusagen so ja, enttäuscht bin vielleicht. Ja. Und der dritte Punkt ist, der hat mit meinem Freund gar nichts zu tun, das ist eher selbstkritisch, dass ich merke, wenn ich, also ich glaube, eine der Grunderfahrungen in diesen Gegenden ist, dass ich mich eigentlich nicht darüber wundere, wie viel Gewalt da herrscht, sondern eigentlich wie wenig. Weil ich manchmal denke, wenn das, also sozusagen jetzt, wenn das, ja, was, also sozusagen Sink oder Tamir, also wenn das hier wäre, also ja, oder wenn, egal, ob wir den Irak nehmen oder Haiti, wenn so ein Erdbeben wie das, meine ich, die Zustände danach, ja, die Abwesenheit von Staat, die Abwesenheit von Gesundheitswesen, ja, wenn das hier, ich, ehrlich gesagt, ich wundere mich oft, dass die Leute nicht ausrasten über das, was, oder korrupt, ja, oder korrupte Politik oder korrupte Regime oder alte Eliten, die irgendwie, also. Das heißt, ich merke auch an mir selbst, wenn ich in diesen Gegenden bin, Checkpoints, ja, ich habe ein etwas gemischtes Verhältnis zu Checkpoints, ja. Ich merke an mir selber, dass ich sozusagen auch mit einem Zorn, dass ich mich wirklich eher wundere, wie die Leute das aushalten. Ja. Und dann komme ich hierher und jetzt sage ich mal ein blödes Beispiel, aber dann glaube ich, macht das deutlich. Dann fährst du in der Bahn, ja, und dann gibt es ja immer diese Leute, die keine Reservierung haben, aber auf Plätzen sitzen, für die jemand anders eine Reservierung hat, ja, und es muss gar nicht mich treffen, meistens reg ich mich mehr auf, wenn es mich nicht trifft, die dann aber nicht aufstehen wollen, ja, und wenn ich jetzt 3 Tage vorher aus Haiti oder sonst irgendwas, aber ich, also, ja, aber es ist schon vor, ich kann den Notfall ziehen, ich kann den Schaffner rufen, ich kann hier alles, ich merke, ich habe ein Aggressionspotenzial. Einfach an, also ich bin so aufgeraut. Ja, und das hat natürlich damit zu tun, dass du aus einer Gegend kommst und du ehrlich gesagt, wenn du nicht irgendjemanden anbrüllst, passiert auch nichts. Ja, und das ist sozusagen selbst, also mir macht das wahnsinnige Angst. Ich mag das überhaupt nicht gern. Glücklicherweise ist jetzt nie was passiert. Ich habe jetzt nicht, dass Sie denken, dann Sie wieder ausschalten. Ja? Nicht, dass Sie jetzt denken, ich würde jetzt in die Leute anfallen oder so. Aber ich will nur sagen, dass es sich eben einschreibt in einen. Ja? Und das hat auch was mit gar nicht nur direkt, also irgendwie Kriegsverbrechen oder massiver Gewalt, sondern einfach nur so einen dauernden, täglichen, kleinen
fiesem Unrecht zu tun haben. Ja. Das in dem Sinne sozusagen ist eher mein Problem und ist überhaupt nicht das meiner Freunde. Ja. Ja, ich würde einfach gerne mal wissen, wie es halt ist, wenn Sie jetzt in diesen Gebieten, Kriegsgebieten speziell sind, wie jetzt beispielsweise jetzt da die Story mit den zwei Jungs, wo der Krankenwagen nicht durchgelassen wurde und so weiter und so fort, ob man sich da als Reporter auch auf eine Seite schlägt oder ob man da absolut neutral bleibt. Weil ich meine, letztendlich sind wir halt alles Menschen und wenn ich das irgendwie mitkriege, dass da Hilfe geleistet werden konnte, aber das von einer Seite blockiert wurde, dann kriege ich schon massiven Hass gegen diese Seite und denke, was macht ihr denn da, Leute? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, also sagen wir mal, es gibt ganz viele verschiedene Situationen, in denen ich dauernd herausgefordert bin, ganz normal als Mensch zu reagieren. Ja? Und in ganz, ganz vielen Fällen tun wir das natürlich auch. Da wird die Kamera weggelegt, ja? Und da trägst du jemanden oder da schleppst du irgendwas und hilfst einfach. Es gibt auch Situationen, wo wir, das gehört sich so nicht, das ist alles außerhalb dessen, was ein Journalist tun sollte, wo wir aber zum Beispiel Informationen weitergeben, weil wir denken, da sind Leute, also da sind irgendwie Leute in Not und da muss jetzt jemand hin. Ja. Auch das ist strittig, gibt es glaube ich auch unterschiedliche Verhaltensethiken sozusagen für Journalisten. Es gibt bestimmte Sachen, die wir nicht machen, also zum Beispiel eben Geld zu bezahlen, also das eine ist eben die Frage von Bestechung, also ob man Behörden besticht. Das andere ist aber natürlich auch, ob man Leuten Geld gibt, die das brauchen. Ja? Und das ist zum Beispiel eine Praxis, wo ich sagen würde, das gibt es mit Sicherheit, das ist eine wirkliche Praxis, die es viel gibt. Ich glaube auch, also jetzt speziell eher wahrscheinlich beim Fernsehen, finde ich hochproblematisch. Also jetzt einerseits zum wir hätten ganz gerne, dass jeder mal durchs Bild läuft, ja, dann kriegt ihr irgendwie nicht einen Lolli, sondern einen Euro. Aber ich meine eher auch so, du sitzt da in Haiti und das ist dir zum so und so vielten Mal ist dir der Wind aufgekommen und das Zelt ist irgendwie weggeflogen oder es gibt irgendwie keine Hütte. Also es gibt natürlich das, wo man einfach denkt, man möchte gerne helfen und Geld geben. Ja. Sorry, ganz kurz. Soll ich sagen, wie Haiti, okay, ich meine, das ist Naturgewalt und da können wir Menschen halt nichts gegen tun. Ja? Aber ich rede jetzt speziell von so Sachen, wo Menschen, andere Menschen bewusst schaden. Da, wo geholfen werden kann, einfach nicht zugelassen wird. Ob man selbst so starke Emotionen bekommt, dass man sich quasi gegen eine bestimmte Seite entscheidet oder ob man da absolut neutral bleibt. Nein, also ich glaube, ich entscheide mich immer gegen Menschenrechtsverletzungen. Und ich entscheide mich immer für die Genfer Konvention. Ja? Und mir ist total egal, ob das dann eben bedeutet, dass in diesem Fall die Amerikaner jemanden gefoltert haben oder nicht. Ja? Es führt bei mir jetzt nicht dazu, dass ich dann eine Seite ablehne, also jetzt in dem Fall die israelische. Oder, also Klammer auf, Sie können in den meisten Fällen bei kriegerischen Auslandsreisen relativ viele Beispiele auch von der anderen Seite finden, wo die sozusagen auch Leute zurechtrichten oder eben Leute foltern. Also insofern, ich bin da vielleicht etwas gewappneter, weil ich mir auch, also weil ich sozusagen nicht glaube, dass keine Seite ohne Fehl ist. Ja, aber was Sie richtig beschreiben, ist natürlich ist eine der Quellen auch für die Geschichten zu erzählen, ist Wut oder ist Entsetzen oder ist auch das Gefühl, wieso kümmert sich dann niemand drum? Also natürlich ist diese Form von Empörung absolut natürlich kreativer Quellen von den Geschichten. Aber es führt bei mir nicht dazu, dass ich jetzt die eine Seite lieber mag oder die andere. Das nicht. Nochmal zu dem Punkt, hier vorne wir, in der Mitte. Ah, ja. Dass Sie sagen, Sie sind enttäuscht, wenn Sie Ihre Freunde, Freundinnen nicht fragen, wenn sie wieder da sind. Ja. Fragen über das Geschehen, was vor Ort passiert, oder Fragen über Sie? Also wollen Sie das verarbeiten? Ehrlich gesagt, inzwischen bin ich da großzügig. Also ich habe jetzt jede Sorte von Fragen. Nein, aber ist es so, dass Sie sich ärgern? Also dass Sie denken, schaut mal, was ich da gemacht habe. Das war jetzt eine extreme Situation. Ich habe Sachen gesehen, die nicht jetzt so leicht zu verdauen sind. Gerade wenn man kurz weg ist, wenn man wieder nach Deutschland kommt oder nach Hause kommt, das sind ja schon harte Schnitte. Das nimmt einen ja mit. Ist das so, dass Sie das bearbeiten wollen dadurch? Dass also nun gebe ich zu, dass ich natürlich das, was Sie jetzt beschreiben, so auch nicht mache. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich zurückkomme und irgendwie meiner besten Freundin sage, du
Also in Haiti liegt ein 3 Tage altes Kind. Also, ja, nee. Ja, also ich warte schon darauf, dass mich jemand fragt. Was ein bisschen anders ist, insofern ist es jetzt ein bisschen besser geworden, ist, dass ich meistens schon auf den Reisen selber nachts anfange, E-Mails zu schreiben an Freunde, so ein bisschen so erzähle. Und das hat, glaube ich, was die auch angedeutet haben, also so ein bisschen was Kathartisches, ja, dass man schon mal so ein bisschen was los wird und man probiert auch mal was zu erzählen. So dass es eben manche gibt, die schon einfach überhaupt gehört haben, wo ich da jetzt gerade war. Aber das ist natürlich erst seit es E-Mails gibt. Das ging vorher nicht und das erwähnte Buch, das war eben tatsächlich entstanden, weil ich zurückkam aus dem ersten Krieg, also aus dem Kosovo-Krieg, und das Gefühl hatte, meine Freunde fragen mich, ich erzähle nicht und ich werde einsam oder ich nehme es ihnen eben so übel, dass es auch ungerecht ist. Und dann habe ich eben angefangen, einen ganz langen Brief zu schreiben über diese Erfahrung danach und habe den verschickt an eben 20 oder 30 Freunde. Und was da ganz lustig war, war, es dann auf einmal ganz viele Freunde, von denen ich gar nicht wusste, dass sie in der Familie eine Fluchtgeschichte hatten, auf einmal diese Geschichten dann erzählt haben. Ja, und auch einmal die Eltern einmal die Geschichten erzählten. Also das war so, wo man so merkte, auch bei denen wurde dann natürlich, weil man eben irgendwie einen Alltag herstellen muss und ja auch jetzt nicht immer diese alten Geschichten so verhandeln kann. Ja, aber die kamen dann eben auch wieder hoch. Und das war eigentlich ganz schön. Also dann keine Selbstdarstellungen. Wie sehen Sie das gerade bei Freelancern? Habe ich schon viele Leute kennengelernt, wo man das Gefühl hat, es geht denen eher um sie selbst. Also die erzählen tolle Storys, stellen sich halt immer toll dar. Und es ist gerade jetzt bei den Möglichkeiten, die Medien bieten, hat man das Gefühl, es geht nur noch um Selbstinszenierung, gerade auch mit jetzt Social Media etc., dass sich die Leute einfach nur präsentieren wollen. Ja gut, aber ehrlich gesagt, also das Problem habe ich, wenn ich Jan Fleischhauer auf Spiegel Online lese. Ja, das Problem habe ich nicht, wenn irgendwie jemand, der sehr wenig Geld hat und sich für Libyen interessiert oder Syrien oder Sri Lanka oder Haiti, sich da aufmacht dahin, also tendenziell kriegt der ja gar keine Aufmerksamkeit. Also ich weiß schon, was Sie meinen, aber das würde ich jetzt nicht speziell an dieser Sparte oder dieser Berufsgruppe sozusagen festmachen. Gab es mal Geschichten, die Sie nicht veröffentlicht haben, obwohl Sie die geschrieben hatten? Also aus verschiedenen Gründen jetzt, um Ihre Quellen zu schützen oder die Menschen, die dahinter stecken, oder weil sie nicht objektiv genug vielleicht war? Ja. Es gab mal, also es gibt dauernd Situationen, manche in der Tat, wo man einfach selber die Distanz verloren hat und sich engagiert hat oder jemandem geholfen hat oder was getan hat, was nicht Thema ist. Ganz oft, natürlich bei Fragen wie, hat man homosexuelle Gesprächspartner, beschädigt, wenn ich da geschrieben habe. Es gibt auch Sachen, zum Beispiel die richtig scheitern. Ich habe mal eine Geschichte gemacht in Haiti, in einem Krankenhaus, in einem Slums, in einem Cité Soleil, in Port-au-Prince, und hatte 24 Stunden in diesem Krankenhaus mitverbracht. Zum Entsetzen meines Fotografen waren in den 24 Stunden 23 Kinder geboren worden. Wir haben uns beispielsweise, keiner von uns wird jemals ein Kind kriegen. Das war schlagartig da. Absolutes Entsetzen. Und das Interessante an dieser Geschichte war eigentlich, dass man in diesem einen Krankenhaus, sozusagen in dem Mikrokosmos, die Armut sehen konnte, die Krankheit. Also man konnte ganz, ganz viel an der sozialen Textur sozusagen dieser Gesellschaft ablesen in diesem Krankenhaus. Und es gab natürlich auch Schusswundenverletzungen, es gab TBC-Fälle, es gab auch verwahrloste Kinder, vergewaltigte Kinder. Alles, was man in diesen 24 Stunden erleben konnte. Und dann sind wir zurückgefahren und ich habe die Geschichte aufgeschrieben und dann brach Cholera aus. Und nichts von dem
was wir erlebt und gesehen oder fotografiert hatten, gab es noch so nach dem Cholera-Ausbruch. Und ganz Geschichte war nicht mit Zwiebeln. Es gibt auch Geschichten, bei denen ich sagen würde, ich habe sie falsch eingeschätzt. Und würde nachträglich sagen, ich hätte das mal machen sollen und habe es nicht. Also, ich war beispielsweise im Nordirak mal. Das war bevor der Krieg ausbrach, auch bei den Kurden, und die Kurden wollten unbedingt, dass die Amerikaner eingreifen, weil sie wollten Saddam Hussein loswerden. Und gleichzeitig aber hatten sie wahnsinnige Angst vor einem Krieg, weil sie dachten, es könnte wieder Giftgasangriffe geben, sie könnten wieder verfolgt werden. Und wir hatten 4 Tage lang Gespräche geführt mit lauter Menschen im Nordirak, die eben über die Angst vor dem Krieg sprachen. Und am 4. Tag sagte einer, Mensch, habt ihr nicht Lust, morgen gibt es ein Picknick, wollt ihr nicht zum Picknick? Ja, und dann sind wir zum Picknick gefahren. Das sagt natürlich die Redaktion nicht. Ja. Und dann kamen wir hin und da waren die zigtausend Leute und feierten riesig groß an so einem Damm. Und es war einfach Party. Ja. Und mein Fotograf kommt aus Köln, also der kommt glaube ich aus Bonn, ja, und ist aber großer Karnevalist. Und sah das und sagte, Karolin, vergiss die Geschichte, ja, wir machen das total anders, wir machen, die Kurden sind die Kölner. Das war seine Geschichte. Ja. Wir machen eine Geschichte darüber, wie die hier feiern. Ja. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich dachte, das kann ich nicht machen. Wenn wir Bilder haben, tanzende, ja, also mit dem tanzende, extrem vergnügte Kurden, in Erwartung des Krieges, das versteht keiner, das kriege ich auch nicht erklärt, das versteht keiner. Ja? Du kannst nicht mehr, wenn das Aufmacherbild riesig groß Party, die Kurden sind Kölner, und dann sollst du gleichzeitig erklären, Angst vor einem Giftgasangriff. Ja? Und wir haben es dann nicht gemacht, ich habe die Geschichte sozusagen bis dahin erzählt, was ich vorher gesammelt hatte. Und ich würde sagen, es war ein Fehler. Und ich würde sagen, heute würde ich mir zutrauen, dass ich die Geschichte so aufschreiben kann, dass ich es richtig vermittelt kriege. Ja. Ich würde sagen, manchmal entscheidet man sich aus den richtigen Gründen, was nicht zu schreiben. Ich glaube, ich habe mich aber auch oft geirrt. Kurz was dazu sagen. Den Titel Kurz und die Kölner finde ich ein bisschen komisch, finde ich ein bisschen seltsam. Also, kann man vielleicht als Gedanken. Das war ein Spaß, das war nicht ganz so. Andererseits bin ich ernst. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die meisten Zuschauer sind, ich weiß zwar schon, aber es ist eigentlich klar, dass Menschen nicht nur Opfer sind, aber auch wenn sie in einer Bedrohung leben oder auch wenn sie Lebens angetan sind. Ja, aber es ist nett. Zeit, wenn Menschen eine Freude am Leben haben, auch wenn sie in einer Gefahr leben. Ich stimme Ihnen ja zu. Das ist, würde ich ja heute auch so sagen. Ich glaube nur, man darf auch nicht, also ich glaube, man darf die Hitler nicht unterschätzen, man darf aber auch die deutschen Verwaltungsgerichte nicht überschätzen. Denn bundesdeutsche Verwaltungsgerichte entscheiden über die Asylanträge von Kurden. Ja? Und es geht um die entscheidende Frage der Verwaltungsgerichte, gibt es eine Fluchtalternative innerhalb des Landes. Ja? Also, ja, ich glaube selber, es war falsch, es nicht zu machen. Ich wollte mal zu beschreiben, es gibt sozusagen dauernd irgendwie ethische Konflikte, also auch bei der Frage, hilft man oder hilft man nicht. Oder, also, ich glaube, manchmal hat man eine gute Antwort drauf und manchmal nicht. Wo ist das in deiner Hand, eine falsche Geschichte zu erzählen? Brutal. Ja, also die Verantwortung. Also die Art, und die muss ich sagen, wächst exorbitant aus verschiedenen Gründen. Einerseits, ehrlich gesagt, mit dem größeren Bekanntheitsgrad, dem größeren Erfolg, weil ja immer mehr Angst, dass Leute nur darauf warten, dass mir sowas passiert. Ich finde übrigens auch, dass es bestimmt auch schon Fehler passiert, sie sind schon nicht aufgefallen. Also ich habe bestimmt schon irgendwie blöde Fehler gemacht. Das andere ist natürlich auch, dass ich glaube, es gibt, also Kassel, es geht nicht damit, aber ich wollte sagen, dass das Misstrauen, das ist es denn zu wissen, dass es dieses Misstrauen gibt. Ja, und das Misstrauen macht sich ja, das war ja da auch normalerweise immer in der Vorstellung fest, Leute würden verhaten.
oder wir würden absichtlich was dramatisieren oder absichtlich die Bilder ausmachen. Und das würde ich sagen, ist die viel harmlos. Also das ist noch der harmlose Fall. Ich würde sagen, das ist viel komplizierter, selbst wenn du echt fleißig bist, ja, und dich wirklich anstrengst, mit allen Seiten zu sprechen und versuchst, alle Personen genaue Notizen, du kannst trotzdem der falschen Person. Ja, du kriegst dann die Leute direkt vorgesetzt, wenn du aufmerksam bist. Nein, vorgesetzt du kannst. Nein, du suchst dich natürlich schränkst du dich an, möglichst viele verschiedene Stimmen. Aber es gibt natürlich Sachen, also es gibt Sachen, die Fakten, die kannst du überprüfen. Es gibt aber Teile einer Geschichte, die kannst du nicht überprüfen. Ja, und manche hängen auch einfach davon ab, glaube ich, dass das eine glaubwürdige Person ist oder nicht. Und insofern. Mal abgesehen von natürlich, dass es auch dadurch, dass es im Netz ist, natürlich auch eine viel größere Kontrolle, auch eine soziale Kontrolle gibt. Ich glaube auch eine Suche natürlich nach Fehlern. Und also zum Beispiel bei dieser Geschichte eben mit diesem Vater und den beiden Söhnen war es natürlich besonders heikel, weil die israelische Seite nichts sagte. Ja, und das ist wahnsinnig kompliziert, so eine Geschichte dann so zu sehen. Und ich versuche es gleich irgendwie hoffentlich abzubilden, dass ich im Text auch mal selber sichtbar mache, was ich nicht weiß oder wo ich unsicher bin, wo es nur höher klar ist. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht, aber die Angst, Fehler zu machen, ist dramatisch. Du bist eine Schwerarbeiterin, du musst dann auf dem Feld sein. Du hast sämtliche Rekorde gebrochen. Entschuldigung, ich will auch nicht in der Partykette sein und jetzt hier noch, ich würde sagen, noch eine Frage und dann. Hallo, ich habe eine provokante Frage an die Politikwissenschaftlerin, an die Journalistin Caroline Emke. Die Frage lautet, steuern wir auf ein globales Flüchtlingsproblem zu? Ich beschäftige mich sehr viel mit dieser Frage. Ich erlebe das selber am eigenen Leib. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie in die USA einreise und ich weiß, wie mein Vater früher in die USA eingereist ist und heute werde ich gescannt. Ich muss detaillierte Angaben machen, wen ich da treffe, wo ich mich aufhalte etc. Das ist ein Problem, was auch die Schweiz betrifft, mit dem Volksentscheid, den man da hatte, gegen Zuwanderung. Lampedusa ist ein weiteres Thema. Also es gibt viele Themen und sie haben den Luxus, dass sie einerseits in einem sehr wohlhabenden Land leben, andererseits wahrscheinlich mit sehr vielen Menschen zu tun haben, die gerne hierhin wollen würden. Sehen Sie also, dass diese Problematik sich noch verschärft und wie adaptieren Sie das in Ihre eigene Arbeit? Vielen Dank, finde ich gar keine provokante Frage, ist eine völlig berechtigte und sehr wichtige Frage. Ich bin jetzt in der glücklichen Position, dass ich darauf antworten kann mit der Geschichte, die ich gerade gemacht habe. Ich bin 6 Monate lang in ein und dasselbe Flüchtlingsheim gefahren, eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt an der deutsch-polnischen sogenannten Schengen-Binnengrenze und habe über 6 Monate lang jede Woche da wieder hingefahren und habe versucht, die Situation in dieser Erstaufnahme zu beschreiben. Und deswegen kann ich sagen, dass ich diese Geschichte nur, ich mache normalerweise keine Geschichten in Deutschland, die Geschichte habe ich gemacht, weil ich glaube, dass das eine der großen Fragen des nächsten Jahrzehnts, wenn nicht länger ist. Und in der Tat glaube ich nicht, dass man es beantworten kann wie Herr de Maizière, der irgendwie vor 2 Tagen gesagt hat, man könne ja die irakischen Flüchtlinge in Deutschland nicht aufnehmen, denn das würde ja ein Triumph des Terrorismus im Irak bedeuten. Also so zynisch muss man erstmal sein. Was ich allerdings auch glaube, ist, ich glaube nicht, dass ein einzelnes europäisches Land das alleine lösen kann. Also Sie haben Lampedusa angesprochen. Man muss einfach sagen, das europäische Asylrecht meiner Ansicht nach ist eine Simulation von Asylrecht. Es ist eine Lüge. Ja, es gibt kein europäisches Asylrecht. Es gibt Dublin III und Dublin III sagt, dass der Asylantrag eines Flüchtigen in dem Land verhandelt und bearbeitet werden muss, in dem er zuerst europäischen Boden betritt.
Sie alle wissen, wo Deutschland liegt, nämlich in der Mitte. Und deswegen sind einfach Länder, die am Rand liegen, durch dieses Asylrecht benachteiligt gegenüber Deutschland. Das halte ich für auf Dauer nicht machbar. Ich halte es auf Dauer für nicht machbar, dass nur weil sozusagen Lampedusa zu Italien gehört, dass Italien diese Fragen alleine beantworten soll. Und man de facto sagen muss, dass es natürlich das Gesetz behauptet, dass es gleich sei, ob jemand in Ungarn, Bulgarien, Griechenland oder Deutschland, Schweden, Frankreich landet. Es ist uns allen klar, dass das nicht der Fall ist. Ja. Und insofern glaube ich, braucht eine Reform, es braucht eine europäische Antwort darauf. Ich glaube es nicht, dass es eine deutsche Antwort darauf geben kann. Und jetzt auch so nach meiner Erfahrung, jetzt gerade in den Regionen, in denen ich war, würde ich mal sagen, es gibt ja auch bestimmte Sachen, die ich dringend ändern würde. Ich würde die Residenzpflicht ändern und ich würde das Arbeitsverbot aufheben. Also das ganze Ressentiment gegen Asylbewerber oder Flüchtlinge hat ja damit zu tun, dass man sagt, wir belasten die riesigen Sozialsysteme. Weil sie nicht arbeiten dürfen. Insofern glaube ich, da gibt es ein paar Schaltstellen, an denen man irgendwie drehen kann. Trotzdem glaube ich, in der Tat, wir werden nie verhindern können, dass Leute fliehen, wenn solche Konflikte weiter bestehen, wenn es um Armutsgefälle geht. Eine einfache Antwort hat es darauf auch nicht und auch das, was ich gesagt habe, löst es natürlich nicht. Adaptieren Sie das denn in Ihrer Arbeit? Also nehmen Sie aktiv oder versuchen Sie in Ihren Texten Ihre eigene Meinung da einzubringen, dass Sie sagen, naja, ich hoffe ja natürlich, ehrlich gesagt, wenn ich mal beschreibe, wie es im Irak aussieht, dass Herr de Maizière sich nicht traut, solche Sätze zu sagen, aber da bin ich natürlich jetzt auch nicht naiv zu glauben, dass den das beeinflusst. Aber es gibt eine andere Ebene, auf der ich das versuche. Es ist jetzt nicht nur um die journalistische, sondern ich habe ein Diskussionsformat in Berlin, in einem der Theater der Stadt, in der Schaubühne. Und einmal im Monat habe ich dann eine Diskussionsveranstaltung, die ich selber mir sozusagen ausdenken kann, wo ich Leute einladen kann. Jetzt beispielsweise zum Thema Flüchtlingsproblematik habe ich jetzt, also ich mache das jetzt seit 10 Jahren und ich glaube, jedes Jahr hatte ich dazu eine Veranstaltung. Mit übrigens da natürlich auch ganz unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedliche Leute, die da kommen, ob das Hilfsorganisationen sind oder ob das CDU-Politiker sind oder ob es Flüchtlinge selber sind, die dann auch selber beschreiben können, wie sie gekommen sind. Aber das ist sozusagen eine andere öffentliche Rolle dann. Ja? Das ist einfach eine Diskussionsveranstaltung, wo ich anders irgendwie damit umgehen kann. Eine andere öffentliche Funktion, eine andere Rolle oder anders, wie du damit umgehst, gleichzeitig ist die Frage natürlich, ob eben Meinung in einer Reportage, in einem Text von dir vorkommen darf, finde ich sehr wichtig. Und ich kann als Leser nur bestätigen, dass so wie ich dich jetzt heute 2 Stunden erlebt habe, dass deine Haltung und deine Sicht auf die Dinge und deine Meinung zu gewissen Sachen durchaus in den Texten vorkommt, auch wenn du es nicht explizit erwähnst. Karin, ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen, fürs ausführliche Schildern von deiner Arbeit. Ich habe sehr viel gelernt. Ich danke Ihnen, liebes Publikum, für diese tollen Fragen. Sie sind der bessere Moderator als ich. Das nächste Mal übergebe ich Ihnen das Mikrofon viel früher. Sie sind alles Kurden, die Sie heute Abend gelernt haben. Diese Geschichte würde ich gerne lesen. Vielleicht brauchst du einfach einen anderen Aufmacher und einen anderen Titel. Schade, dass du keine Kinder kriegst oder kriegen willst, weil Kinder von dir würde die Qualität des Journalismus, den wir wollen, vielleicht in Zukunft sichern. Ich hoffe aber, dass sehr viele junge Kollegen sich von dir inspiriert fühlen. Wir auf jeden Fall. Wir bewerben uns um dich, öffentlich. Wir wollen deinen Text, sobald wir dürfen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und Ihnen auch einen schönen Abend noch. Danke.